Verschlossen, wie gedacht, aber warum? Oh, er ist noch nicht drin. Sesam, öffne dich, sprich Freund und tritt ein. So wird das nichts. Moin. Huch. Hey, Kraft, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Hampelmann mache. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Berat mir lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. 7, damit liegen wir ja Kopf an Kopf. Fehlt bloß noch die Arena von Vertania City, aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Professor Eich? Alfonso Atze? Der alte Mann da? Lass einfach dem Opa auf den Sack gehen. Let's go, Maurice. Annie, hi. Der da. Wie bitte? Ich weiß von gar nichts. Natürlich nicht, sorry. Das müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen. Der weiß alles. Safe. Wie wär's mit Atze? Ja, Atze weiß alles. Safe. Siva, hi. Aha, meinst du? Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Mann, Tui muss sich auch mal ein bisschen Mühe geben, oder? Dann der Professor. Natürlich, wer sonst? Na los, machen wir uns auf die Socken. Na dann, kommen wir auch gleich an, ja. Ach, gucke, wer da steht. Sieh mal an, Kraft, und Tool ist auch dabei. Ihr wirkt beide so viel erwachsener als bei unserem letzten Treffen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lasst mich euch jemanden vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Wie war noch gleich sein Name? Nein, haben sie nicht gebracht. Komm schon, Opa, das war noch nie witzig, oh doch. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Nicht mal ein kleines Späßchen darf man sich erlauben. Du und deine Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt da eine echt reife Leistung abgeliefert. Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Silk Company rumtreiben würde. Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Naja, um ehrlich zu sein, hat Kraft sich ganz allein um Giovanni gekümmert. Ich hab nur hier und da etwas mitgeholfen. Na wenn schon, du hast dich trotzdem richtig reingehängt, Tool. Also, das schreit für mich geradezu nach einer Belohnung für euch zwei. Einen Schlüsselstein. Aha, bisschen M plus jetzt, Leute, let's go. Oho, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Na gucke da, Fred Frettchen, 18 Monate, dankeschön. Vielen Dank. Das ist eine besondere Art der Entwicklung, die über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Eine Mega-Entwicklung? Das habe ich ja noch nie gehört. Mithilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem Megastein, kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen zwei Herzen im Takte so reine, gepaart mit dem Zauber beiderlei Steine, so wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Und jetzt alle... Nein? Okay. Ey, Mann. Was ist das gerade? Was ist dieser Dialog? Genau. Hier, ich hab noch was für euch. Ihr könnt doch sicher was mit diesen Megasteinen anfangen. Oh, boy. Das sind genau die richtigen für mein Team. Euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Da könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Cool, das heißt aber auch, dass die Gegner welche haben, oder? Oh boy, das macht das Ganze schlagartig interessanter. Frage ist, muss ich die Steine jetzt zum Tragen geben? Nee, oder? Bericht bewegen? Die muss ich dann ja nur dabei haben, weil wir können ja keine Items geben. Mad Max, Chris, hi. Wo sind die denn? Hier mit drin? Nö, Herzschuppe, Pokémon-Box, TM-Box, Stärkungstasche maybe, oder? Nö, auch nicht. AP Plus, Kampftasche? Ah ja, da ist der Stein. Und hier sind die, im Kampf-Mega-Entwicklung durchzuführen. Ja, steht nichts von tragen. Nur dabei haben reicht. Interessant, interessant. Hallo zusammen, Schnucki, hi. Musste mir doch auch eine Switch anschaffen und natürlich gleich Pokémon dazu. Da kommt man nicht drumherum, ne? Bisschen Pokémon, bisschen Mario Kart, so das muss irgendwie immer sein.
Schlüsselstein entschlüsselt er etwa den Da Vinci Code und entdeckt den Heiligen Gral? Bestimmt. Also Tool ist IRL zumindest genauso drauf wie dieser eine kellergebräunte Dude aus Da Vinci Code, der sich immer so ausgepeitscht hat vor irgendwelchen Statuen. Das kommt schon insgesamt ganz gut hin. Kraft sucht für M-Plus Orden Nummer 8 noch folgende Pokémon, ja. Bitte den Pokescore mit verlinken. Die Pokémon-Liga ist für euch beide schon zum Greifen nah. Und Blau? Ach ja, was macht ihr denn eigentlich hier? Was, der Arenaleiter von Vertania City ist nie da, um Herausforderungen anzunehmen? Das ist in der Tat merkwürdig. Ich denke, ich werde dem Laden mal einen Besuch abstatten. Okay, Blau kümmert sich drum. Die Mega-Entwicklung. Wow, stell dir mal vor, was los gewesen wäre, wenn die Typen von Team Rocket sowas gegen uns eingesetzt hätten. Auweia, ja, zum Glück sind das Kacknoobs, ne? Müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Büro, Fini, hi. Oh, Atze? Jo? Ah ja, geht Mutti besuchen, oder? Nee? Hä, was macht er? Oh, Evoli! Interessiert dich, was ich hier mache? Nun, ich kacke in den Garten. Ich pflücke Blumen. Später werde ich sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Das ist aber ein Geheimnis, behalte es bitte für dich. Hast du schon das Neueste gehört? Der Arenaleiter von Vertania City ist wieder da. Ach so. Nice Lore-Entwicklung. Draconidas, 2. Monat, dankeschön. Vielen Dank. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du solltest gleich mal in der Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Sie ist bestimmt verliebt in Professor Eich. Safe. Und Atze ist zum Glück wieder auf unserem Kopf. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er stecken bleibt wie Bisaflor, aber... nee, ist nochmal gut gegangen. Wir werden hochrennen. Wegen der guten alten Zeiten und so weit war es ja jetzt wirklich nicht. Vielleicht finden wir noch Shiny. Aber ich fürchte, es wird beim Shiny Rizeros bleiben, das wir dann auf der Siegesstraße finden. Oh. Wait, das ist nicht so gut gelaufen. Du musst da nochmal gucken gehen. Ja. Was hast du denn? Bisa, Bisa. Phinos hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Ah ja, die Himibeere. Wie schön. Veluro in den Garten kacken mit 24 Monaten. 2 Jahre. Dankeschön. Vielen Dank. Release-Kandidat, ja, wir sind noch ganz im Weihnachtsmodus, ne? Feliz Navidad war gestern, haben wir gesagt. Und dann schauen wir mal, wie es denn sein kann, dass so ganz zufällig, ne? So ganz zufällig der Arenaleiter zurückgekehrt ist. Na, Opi? Der Arenaleiter ist endlich zurückgekehrt. Ey, dann gehen wir mal rein. Bin ja höchst gespannt. Pfeile. Toll. Irgendwelche Kampfmeister, Astrainer, Dompteure und dieser random Dude wieder. Moin. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Identität des Arenaleiters von Vertania City kenne nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, den Arenaleiter herauszufordern. Alles, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Good to know. Dankeschön. Evoli ist auch schon ganz aufgeregt. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Wackelt ganz schön rum, ne? Und ich denke, wir werden hier mit unserem Blubsauger ganz gut eskalieren können. Nur hat der Arenaleiter mit dem Format Undercover-Boss ein bisschen übertrieben, ne? Wenn den wirklich gar keiner kennt? The fuck? Aber gegen wen hat Blau denn dann gekämpft, wenn er Giovanni in dieser Version nicht kennt? Ja, vielleicht hatte Giovanni sich einfach auch schnell eine Decke über den Kopf geworfen oder so und dann war er der geheimnisvolle Arenaleiter Nummer 8. Niemand kennt ihn. Und hier sind auch gar keine Infos, Junge. Gar nichts, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Mit diesen Flächen kennen wir uns ja sehr gut aus. Nur ist die Frage, ob das für diese Arena auch reichen wird, aber das sehen wir gleich, ne? Ganz auf entspannt. Rollen wir los und kotzen dann alles voll. Vielleicht bleibt er auch so geheim. Durch dieses ganze Drehen müssen die Trainer sich halt 24-7 übergeben. Und dadurch sieht halt auch keiner, gegen wen er kämpft, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Da liegt sogar ein Item. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Was? Der macht sich über meine Pollenallergie lustig. Da werde ich aber giftig, hör mal. Schauen wir mal.
Der Ass-Trainer Hideo mit zwei Pokémon. Und zwar Dickdreher, ja, wenn die mit Erdbeben und Geofissur und so kommen, ne? Das wird unangenehm. Jetzt so schön kotzen im Kreis. Ja, wie so ein Ventilator quasi, ne? Wie so ein Windrad, nur halt mit Kotze. Oh, wait. Wait, was ist mit Alfonso los? Alfonso feuert an. Ah ja? Ach, das bufft uns. Ja, Angriff steigt, Verteidigung steigt, alles steigt, Junge. Alles steigt einfach. Sogar der DAX. Rums. Ach, ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, wait. Wie viel Schaden ist das denn bitte? Aber wir lassen uns da gar nicht lumpen. Pass auf. Mega-Entwicklung. Mega-Sauger. Ist ja mega aller. Let's go. Bisaflor. Rums. Hat jetzt auch eine Blüte auf der Stirn. Was für eine Transformation. Der Sergeant, Hallöchen. Interessant, dass er eigentlich stärker ist als alle anderen Arena-Leiter. Müssten Misty und Erika nicht an sich vom Typ her seinen Pokémon überlegen sein? Ja, aber vielleicht sind die einfach als Kinder sehr doll auf den Kopf gefallen und setzen deswegen keine Wasserattacken gegen ihn ein. Und darum hat er die immer platt gemacht, ne? Andererseits ist er ja ein verdammter Mafia-Boss, also vielleicht hat er die auch einfach ausgezahlt oder so. Man wird es nicht erfahren. Leider, leider. Wenn du jetzt den Boss besiegst, hast du Tool überholt. Erste Arena, bei der du schneller bist, das stimmt. Weil Tool sich schön verquatscht hat, ne, im Anfangsdorf. Und wir uns hier einfach durch Mega saugen. Mhm. Schmelke, hi. Noch etwas zuschauen. Urlaub vorbei und erster Wecker klingelt direkt um 4.30 Uhr. Unangenehm. Sehr unangenehm. Aber wir haben gewonnen. Mir sind die Pokémon ausgegangen. Ja, er hat verstanden, wie das funktioniert hier. Das ist schon mal von Vorteil. Einen Beleber haben wir gefunden. Welch belebendes Gefühl. Gut, wo habe ich denn eben verschissen? Ne, hier rum müssen wir. Aber da oben werde ich mal gucken müssen, ne? Hier müssen wir, glaube ich, auch lang, weil da links kommen wir ja nicht rum. Dann kann ich mir den kompletten linken Weg eigentlich sparen. So, und jetzt könnte ich sagen, ich will da runter. Da müssen wir nur den Dude hier mitnehmen. Die Arena von Vertania City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Arenaleiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. Ob die ganze Zeit hier drin standen mit Licht aus? Und dann immer nur der gute Richard jeden Morgen so auf die Uhr geguckt. Hm, eigentlich müsste es jetzt losgehen. Hallo? Hallo, ho, keiner da. Wieder Tag im Dunkeln rumstehen, ne? Aber jetzt geht das richtig los hier, Junge. Bisschen den Staub von der Schulter geklopft und dann wird das Blättertanz. Komm, gegen den King? Ich glaube, der hat nicht so Bock. Oh! Und natürlich Erdbeben. Ich glaube, das ist der einzige Move, den die hier bringen werden, aber der funktioniert ja auch sehr, sehr gut, ne? Erdbeben ist halt einfach bitter. Taser, 34 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin die letzten Wochen nicht einmal vor 6 eingepennt. Ja, Urlaub muss ja auch genossen werden, ne? Das ist klar. Tool läuft einfach vorbei, während du die Trainer bekämpfst. Der hat sich so einen Sprungstab geholt. Kennt er die? Wo unten so eine Feder dran ist und dann steigst du so drauf wie auf so eine Luftpumpe auf so eine alte. Und dann kann man so schön, ne, bisschen rumhüpfen und damit springt der einfach direkt zu Giovanni. Dieser miese Hund. Hat sie unten einfach so ein Ditto dran geklebt, Junge. Den alten Kaugummi und dann springt er hier zack durch das oberste Arena-Fenster und dann steht er direkt da. Junge, Pokostick, genau, so ein Ding. Bravo, du entsprichst unseren hohen Erwartungen. Das sieht aber nicht richtig begeistert aus, oder? Junge, letzte Arena, hype mal ein bisschen rein, auch wenn du besiegt wurdest. Mann. Na gut, vielleicht ist er ja noch nicht an das Helle gewöhnt, ne? Vielleicht hat er sich so an die Dunkelheit angepasst, dass er so geblendet ist hier, dass er gar nicht klarkommt. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon erschaudern. Das glaube ich. Dieser Mann hat eine Peitsche. Da erschaudere ich auch gleich mit. Guck dir das doch an, der Hendrik. Junge, mach mich nicht fertig mit einem Nidorino, okay? Bonjour. Ich glaube, da machen wir wieder Mega-Entwicklung, oder? Und versuchen uns mit dem Megasauger so ein bisschen hochzuheilen, weil die sind einfach sehr unangenehm hier. Megasauger, los geht's. Attacke, Phinos, zeig uns das Blümchen. Jawohl, sehr schön. Und die Blätter sind auch ein bisschen palmenartiger geworden, ne? Da hängen ja auch so Ranken. Das ist schon ziemlich nice und hinten ist ja auch noch ein Blümchen. Überall, Junge.
Blumen für alle. Das ist unangenehm, aber halten wir aus, na klar. Kein Problem, keine Vergiftung. Easy, noch ein Megasauger und da sind wir wieder. Die Assi-Palme, ja. Weißt du, Tool bindet sich ein Ditto an einen Pogo-Stick und jumpt zum Arenaleiter. Aber ich bin hier der Assi mit meinem Bisaflor. Man kennt es sehr genau. Dritto, die neue Regionalform von Ditto. Er hat einfach drei Köpfe und kann zu drei unterschiedlichen Pokémon auf einmal werden. Richtig OP. Ich habe öfter gesehen, wie sich jemand damit verletzt, als dass jemand Tricks damit macht. Ja, wir hatten auch in der Grundschule immer so einen abgeschlossenen Raum, der nur zu bestimmten Events oder irgendwie einmal im Monat oder so zu so einem Bewegungstag geöffnet wurde. Und da waren auch solche Sprungstöcker drin. Nicht so richtig Pogo-Sticks, sondern die ostdeutsche Billigversion davon, ja. Und so Stelzen und so weiter. Und dieser Tag war nur dazu da, dass sich pro Sekunde 30 Kinder aufs Maul legen. Ja, das war einfach nur krank. Dass es da an Verletzungen immer gab. Ich weiß nicht, welche Quote da erfüllt werden sollte, aber ja, da war nichts mit mal eben durch das Dach der Arena fliegen. Kannst du vergessen. So war das aber nicht geplant. Deine Pokémon kringeln sich ja vor Lachen. Hoppala, ja. Der Herr Dompteur. Da muss er nochmal über einen Berufswechsel nachdenken. Direkt die nächste hier. Moin. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich auch durch seine elegante Art zu gewinnen aus. Na, da sehe ich mich aber. Ich stehe dann da nach dem Sieg und verschluck mich und huste dann die ganze Zeit so vor mich rum und spucke dabei Wörter aus wie Dritto. Wenn das nicht elegant ist, dann kann ich ihr auch nicht helfen. Die Queen, jawohl. Die Königin, na dann. Machen wir die ohne Mega-Entwicklungen? Nee, komm, für die Sicherheit, das kostet ja nichts, außer irgendwie 2-3 Sekunden für die Animation. Insofern gönnen wir uns das doch. Los geht's. Rums, Blumentime, das Arschblümchen, ja. Das ist ja auch der ungeliebte Cousin von Benjamin, ne? Das ist dann Bernd Arschblümchen. Der tritt in den wenigsten Folgen auf, das sind ganz, ganz seltene Episoden. Und die sind auch, glaube ich, nur ab 18 freigegeben. Deswegen hat die kaum einer im persönlichen Kassettenrekorderkoffer zu Hause. Ist aber auch ein Wort, es kann wieder nur Deutsch sein, oder? Der Kassettenrekorderkoffer. Ach schön. Das sind dann die Profiköfferchen, wo sowohl der Rekorder reinpasst, als auch die Kassetten. Ich hatte da einzelne Teile. Einen für den Rekorder, so ein kleines Köfferchen, und einen eben für die Kassetten. Aber die waren Überfans, die hatten dann alles in einem. Ja. Ich habe den Halt verloren. Ja, glücklicherweise bist du kein Wanderer oder Bergsteiger. Das kann ja auch noch mehr in die Hose gehen als hier. Tag der Bewegung, du warst wirklich auf einer Nerdschule, oder? Naja, das war in der Grundschule so, dass sie mit solchen Späßen angefangen haben. Und auf dem Gymnasium hatten wir dann, ja, irgend so ein Zertifikat, dass wir eine gesunde Schule sind. Deswegen wurde einmal in der Woche so ein Gemüsebazar veranstaltet, wo man dann irgendwie für 1 Euro so ein paar Möhrensticks mit Quark kaufen konnte in der Pause. Und wir hatten auch wirklich eine Bewegungspause, wo wir raus mussten, ja. Und das war, damit die Schule halt irgendwelche Zertifikate behalten kann, keine Ahnung. Total weird. Ja, und da gab es dann solche Aktionen eben. Ich kann es mir gut vorstellen, so Kinder, da wir uns ja auch ein wenig um eure Gesundheit kümmern müssen, müsst ihr euch leider einmal pro Monat ein bisschen bewegen, ja. Und die Lehrer hatten dann wirklich auch die Anweisung, die Schüler, die sich dann natürlich gerade in den unteren Klassen einen Spaß gemacht haben und sich im Treppenhaus versteckten, die mussten die dann irgendwie rausjagen, ne? Mit Pistolen. Nee, so schlimm war es nicht, aber so hat sich das manchmal angefühlt, ne? Woher kommt die Mega-Entwicklung? Die haben wir eben random von Professor Eich bekommen. Hat er einfach rausgezimmert. Ich bilde mit meinem Pokémon eine extrem effektive Einheit. Er hat also nur eins. So höre ich's gern. Wie nennt man ein Bisaflor im Korridor? Bisaflur. Ich muss weg. Jörg, wir müssen schnell machen, ich muss dringend los. Wieso Tag der Bewegung? Hattet ihr keinen Sportunterricht? Doch, auch Raucherpause genannt. Da bewegt man halt die Hand zum Mund. Ne? Das ist ja auch schon mal etwas. Sandama, komm, Megasauger. Mal schauen, für den brauchen wir keine Mega-Entwicklung. Oh, weggezimmert. Richtig schön. Woher kennt Kraft noch Kassetten? Wenn er wirklich 25 ist, dürfte er sowas nicht kennen. Was? Na klar, Alf und Fips Asmussen früher auf Kassette? Klar, das kenne ich alles noch. Meine Sis ist Baujahr 99 und kennt weder Kästen
noch D-Mark. Krass. Nee, ich bin damit auf jeden Fall aufgewachsen. Balo, hallöchen. Wie bei Fuck You Goethe, erstmal mit der Paintball-Gun aus der Schule jagen. War der Lieblingstag der Jäger vor allem. Jäger und Sammler nämlich, ja. Der Lehrer, weil sie da nicht Lehrer, sondern Jäger waren. Nur ohne Hunterpad eben. Ja. Wer wollte, konnte seinen Hund mitbringen, aber war trotzdem nur so ähnlich. Deine Pokémon und du, ihr versteht euch blind, oder? Ja. Seit Bisaflor eine Blüte auf dem Hintern hat, verstehen wir uns ohne Worte und den nehmen wir auch noch mit hier. Ich bin der Karate-König, bis hierher und nicht weiter. Ich besiegle dein Schicksal. Der König, Leute. Gefährlich. Bin gespannt. Der gute Shiro hat auch nur ein Pokémon. Ein Georock. Oh, das zimmern wir easy weg. Ich freue mich. Wolfsblut, hallöchen. Grüße. Der Craft ist im Osten groß geworden. Da gab es die Kassetten etwas länger, ja. Wo der Westen schon Blu-ray hatte, da haben wir dann die VHS entdeckt. Die haben wir so ausgegraben, weißt du? Archäologische Ausgrabungsstätte und dann, oh, was ist dies für moderne Technik? Teufelswerk haben wir erstmal verbrannt, ne? Hatten wir Angst, dass da böse Geister drin wohnen. Und dann ging das so seines Weges, ne? Langsam, aber sicher. Kennt ihr noch jemand Disketten oder Floppy-Disks? Na klar, der erste Rechner, den wir hatten, der konnte auch nur Kassetten lesen. Da habe ich dann schön, was war das? Lemminge gezockt. Lemminge mit der blauen Robe und den grünen Haaren. Sehr schön, das war der erste Rechner, den mein Vater irgendwann angeschleppt hatte. Da war ich noch so jung, dass mein ganzes Zimmer mit Postern von der Sesamstraße tapeziert war. Richtig nice. Ich weiß, dass ich alt bin, da ich weiß, was Singleplatten sind und meine Mutter welche hatte. Also Schallplatten habe ich früher auch gehört. Mit Musik von meinem Vater oder auch großartige Comedy-Platten, zum Beispiel mit Herricht und Preil. Oh, Weltklasse. Der Karate-König wurde entthront. Ja, aber excuse me, Karate-König mit einem Georock? Der hätte das ganze Prinzip seiner Existenz gar nicht verstanden. Ach, gucke, mit einer Obstschale. Saß da früher eine Frau, oder? Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Wir speichern nochmal. Und ich hätte eigentlich Bock, Turtok nach vorne zu nehmen, weil Wasser müsste doch auch heftig schallern, oder? Ich habe ein bisschen Bock auf Mega-Turtok, Leute. Ich hoffe, das wird gut. Kann sein, dass jetzt Kacke wird. Kassetten sind cool. Es gibt eine Hörspielreihe, die drei Fragezeichen. Die wird nach wie vor auf Kassette herausgebracht. Ach echt? Okay, cool. Ich habe alle, sogar noch die ganz alten, die mit Schrauben verschraubt sind. Krass. Sowas finde ich auch stark. Ist mir natürlich ein Begriff, die drei Fragezeichen. Ne? Auch wenn ich nie in dem Hörbuch-Game, sage ich mal, drinne war, kennt man natürlich. Und ja, das war allgemein so ein Trend, der mal durch die Künstler ging. Ne? Es bringen ja auch viele dann doch mit einem Album noch eine Schallplattenversion raus. Und so, keine Ahnung, wann das angefangen hat und ob es noch so ist. Aber das war ja wie so ein Ruck, ne? Der irgendwie auch durch die Szene ging. Ist immer spannend zu beobachten. Also, das kenne ich tatsächlich auch alles noch. Wenn jetzt auch nur in einem überschaubaren Ausmaß, ja. Giovanni, was geht mit Snobillycat? Oh, sogar die Ansicht von oben. Das ist die Ansicht von Tool, wie er mit seinem Pogo-Stick jetzt runterkommt. Snob. Ach schön. Snob. Moin. Was, Snob? Sonne? Giovanni. Der Boss. Oh, er hat Bock. Hallo. Hahaha, willkommen in meinem Versteck. Hier wollte ich bis zu dem Tag verharren, an dem Team Rocket wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt du meine Pläne. Du lässt mir einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute kenne ich keine Gnade. Sie ist down, ja, Zitat Shion, GZ zum Silvikill. Sehr nice. Mein Ex aus Hannover hatte auch Sesamstraßenposter an der Wand, so als Nostalgie im schicken Rahmen und so. Okay. Ja, kann cool sein, kann aber auch verstörend sein. Na, da geben sich diese beiden Arten auf jeden Fall die Klinke in die Hand. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein neues. Werde Zeuge der Fähigkeiten von Giovanni, dem größten aller Trainer. Na, mein Freund, da haben wir aber ein Wörtchen mitzuquatschen. Auf jeden Fall. Floki, Wolverine, hi. Du hast mich gefunden, sitzt in der Arena, an der jeder vorbei muss, richtig schwer zu finden.
Vor allem auch eben, als wir auf ihn zugegangen sind, wie das Licht so angeht, ne, und genau auf ihn fällt. Damn, Bro, du hast mich gefunden. Arena-Leiter Giovanni fordert mich heraus. Dictri. Gar kein Bock auf Dictri, aber ich glaube, mit einem gut geölten Surfer, ja, kann es sein, dass wir den wegzimmern. Mal sehen. Kampf und Siedewasser? Nee, Surfer, komm, und Mega-Entwicklung heben wir für die nächsten auf. Ich hoffe, nur Erdbeben ist kein Volltreffer. Dann dürfte das ganz geil werden. Mal schauen. Reingesurft. Rums. Yo, Dictri einfach weggespült. Was ist da los, Giovanni? Da geht es down. Wunderbar. EP für uns. EP für das Team. Und Nidoking kommt direkt. Na, da holen wir uns doch Mega-Turtok. Bin gespannt. Nidoking. Ah, ich vermisse den Bruder. Aber mit der Queen war ich auch sehr zufrieden bisher. Und der nächste Surfer. Turtok. Zeig uns die Mega-Form. Die war, glaube ich, mit den Armkanonen, oder? Yo. Turtok. Wir laden nach, wir beide. Geile Kanone auf dem Rücken. Dann wird jetzt richtig reingesurft. Ja, Aquaknarre 2.0. Zack. Tschüss, Nidoking. Ah, der beste Trainer aller Zeiten, der strauchelt gerade ganz schön. Dabei haben wir Strauchler gar nicht als Attacke. Lachkick. Oh, Rizeros. Rizeros, ich mag dich sehr, sehr gern. Aber ich glaube, auch du hast nicht so Bock auf einen Surfer. Kann das sein? Meine Rota ist gerade sehr wild. Zack, yo, weggesurft. Oh, damn. War Rizeros nicht sogar mega anfällig? Da gab es doch dann immer so Stacks, sage ich mal, in Sachen Schwäche, oder? Viermal Schwäche gegen Feuer und so ein Kram. Da war doch was. Kopfnuss bei Turtok. Fühle ich irgendwie nicht statt Biss? Ja gut, Nidoqueen hat noch Biss, ne? Ja, komm, wir nehmen die Kopfnuss. Warum nicht? Schön mit dem Schädel, Rums. Nidoqueen einmal mit Biss reicht. Sehr schön. Und Atze. 58. Nice one. Und die Queen. Sein letztes Pokémon. Ich würde sagen, wir weichen jetzt für den letzten Fight von unserer Rota ab und nehmen mal Siedewasser. Einfach, weil wir kreativ sind. Rums. Oh, Junge, wo wir hingezielt haben, da reden wir nicht weiter drüber. Aber... Oh, Turtok. Easy. Ja, kein Problem. Siedewasser hat leider nicht für einen One-Hit gesorgt. Das heißt, wir laden nochmal nach. Gar kein Ding. Rums. Sehr schön. Weggeburnt. Wasser ist vierfach effektiv gegen Gesteinboden zum Beispiel. Gucke da. Sehr schön. Das konnten wir ganz gut beobachten hier. Die schöne Intimdusche, Junge. Und dann mit Siedewasser. Hoho. Da hast du dann so ein richtig schönes Hotdog-Würstchen, wenn du weißt, was ich meine. Snow, hi. Ah, das war hart, aber fair. Was? Wir besiegen Giovanni, den größten aller Trainer, den achten Arena-Leiter, den Mafia-Boss hinter Team Rocket. Und er sagt, das war hart, aber fair? Okay. 8000. Das war ja wohl die dämlichste Ansage, die wir bisher hatten nach dem Kampf. The fuck? Du hast gewonnen. Hier, nimm den Erdorden als Zeichen meiner Anerkennung. Yeah. High five, bro. We did it. Den Erdorden erhalten. Mit dem Erdorden werden dir alle Pokémon gehorchen, egal welchen Level sie haben und wer ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du zu einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzungen, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Diese TM gebe ich dir ebenfalls mit auf den Weg. Es kann nur Erdbeben sein, oder? Ja. Wenig überraschend. Diese ganze fucking Arena basiert ja auf Erdbeben. Bin mich mal weiter auskurieren. Bis morgen und viel Erfolg beim Pokémon-Jagen. Sie war gute Besserung. Mach's gut. Item in die TM-Box. TM 41 enthält die Attacke Erdbeben. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es ein mächtiges Beben auslösen und dem Gegner damit großen Schaden zufügen. Ich habe sie vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arena-Leiter. Nach solch einer Niederlage kann ich von meinen Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es ab dem heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Easy. Orden gesnackt. Verbrecherorganisation zerschlagen. Und wo ist Nobilicat eigentlich hin?
Alles, was ich bisher über Pokémon zu wissen glaubte. Ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorn beginnen. Jo, er geht jetzt auch zurück zu Mutti in sein altes Zimmer und wartet drauf, dass Professor Eich anruft. Let's go. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Lebt wohl. Tschüss, Giovanni. Sag mal, isst du das noch hier, oder? Hat sich ja gelohnt, in seiner Arena zurückzukommen, ne? Freudensprünge. Geil, Atze, wir haben es geschafft, ne? Richtig nice, mit unseren neuen Megasteinen. Dann hat sich schon mal gelohnt. Oh, das war nicht so clever. Dann gehen wir hier mal lang. Direkt aus der Arena rausgehen wollen und beim IQ-Test durchgefallen. Da sehe ich mich. Damals war er Arenaleiter. Wieso sitzt er dann hier? Ja, da war er nur Arenaleiter, aber jetzt war er ja Gangsterboss, ne? Aber wenn er offiziell Arenaleiter ist, muss er doch irgendeine Art von Einstellungstest durchlaufen haben, oder? Entweder wusste niemand, wer er war, oder sie dachten sich, egal, ja, vielleicht beides. Nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine Pokémon-Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht das nicht weiter. Ich lasse... Oh. Mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln. Aber die Leute hier wollen schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lang genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arenaleiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania City. Du machst das bestimmt gut, nur wenn du gegen mich gewinnst, auf jeden. Direkt komplett rein. Haha, guter Witz. Wenn ich mich nicht irre, solltest du jetzt eigentlich was anderes zu tun haben. Also dann Craft, auf geht's zur Pokémon-Liga. Die Top 4 warten auf dich. Folge einfach Route 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur ja nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Hä, aber war... War Blau bzw. Gary nicht der Champ? Wenn er hier jetzt die Arena übernimmt? Ist Tool der Champ? Bin verwirrt. Oder ist Gary einfach beides? Er ist so Multitasking-King. Damals war er hier Arenaleiter. Was war er denn vor einer Minute noch? Er hat eine andere Zeitrechnung, ja. Giovanni ist einfach älter als die Zeit selbst. Wir können ihn gar nicht verstehen. Die haben doch im ganzen Spiel nur den Angriff auf die Silpcom gemacht. Warum waren die so gefürchtet? Ja gut, wer weiß, was die vorher gemacht haben. Die wollten ja auch unser Fossil klauen, ne? Die hatten ja überall ihre Finger im Spiel. Die sind im Grunde wie die Schreckenslords in WoW. Die wussten ewig nicht, wer hinter Team Rocket steckt und Giovanni hat sich hinter dem Posten des Arenaleiters versteckt. Das ist quasi ein Versteck im Versteck, ja. Darum ist das so wild. Man hat Gary doch am Ende mit Ash besiegt, der war doch Champion der Top 4, ja. Top 4 waren Lorelei, Bruno, Agatha oder Agathe, Siegfried und dann kam Gary, oder nicht? Tja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Oder Rot? Oh, damn, könnte auch sein. Nichts ist unmöglich, aber Leute, wir können zur Siegesstraße. Ich freue mich sehr. Aha. Anscheinend ist Tool noch hier. Craft! Hallo. Na, kommt da. Dieser miese Hund mit seiner grünen Hose. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch einen Erdorden verdient, ja. Hä, wie denn vor allem? Gegen Gary hat er jetzt Gary vermöbelt oder was? Hat im Busch gewartet mit seinem Pogo-Stick und hat ihm zack einfach über den Hinterkopf gezogen. Jo, ich habe jetzt auch einen Erdorden. Damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollen ja unfassbar stark sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's? Wie sieht's bei dir aus, Craft? Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Zeig mir doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Na dann, wenn schon nicht gegen Blau, dann eben gegen Tool. Was soll's? Da ist er. Der hat ja nicht mal 6 Pokémon dabei. Tauboss. Was habe ich denn vorne? Oh, ich habe noch Phinos vorne, oder? Ah ne, Turtok. Ja gut, mit Turtok gegen Tauboss, das könnte gehen. Das wird vermutlich ein bisschen dauern, aber wir gucken mal. Sandwirbel. Junge, ich verfehle jetzt aber nicht. Turtok, mach keinen Mist. Komm, hau ihn weg. Dankeschön. Macht er Sandwirbel? Okay, ah, die Verbrennung ist da. Tatütata, die Verbrennung ist da. Dann... Mein lieber Tool, hat es sich früher oder später erledigt für dein Vögelchen. Ruheort. Ach, das heilt, oder?
Ah, das heilt. Boah, Tue, was fährst du hier für eine seltsame Strategie, Mann? Was für Sandwirbel und Heilen, Rums, reingesurft. Eishieb gegen Taubos? Ist Eis gut gegen Vögel? Seta wusste ich auch nicht, hätte ich jetzt gegen Drachen benutzt. Oder Pflanze? Aber? Warum nicht? Sag mal, hast du auch andere Attacken? Ich wechsle gleich auf Alfonso mit Knisterladung, Junge, dann fällt Tue gleich mit um. Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich verfehlt das jetzt, mein Freund. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier von deiner komischen Taube. Pass mal auf, jetzt kommt der Boss, Junge. Jetzt kommt der wahre Banger. So sieht's aus. Ich habe jetzt auch mal meinen alten Spielstand geladen und habe einen Level 70 Mewtwo in der Box, obwohl ich noch nicht mal den Vertania-Wald hinter mir habe. Gab wohl eine Verteilung. Gucke da. Einfach in die Box rein verteilt. So wollen wir das haben. Eis ist sehr effektiv gegen Pflanze, Flug, Drache und Boden. Ach, gucke. Hätte ich bei Flug echt nicht auf dem Schirm gehabt. Wieder Sandwirbel. Junge, was hat er denn auch für eine Initiative? Das ist eine Taube mit bunten Haaren. Ist mal gut jetzt. Zack. So, wahrscheinlich lebt er immer noch. Was ist da los, Tool? Und jetzt ist er im roten Bereich. Jetzt kommt eine Top-Genesung, oder? Wenn das so ist, dann rufe ich Tool noch heute an und frage, was die Scheiße soll. Okay. Nee, dieser Mann schläft bestimmt schon. Aber wäre schon ein geiler Move, wenn ich ihn einfach wach anrufe und dann anschreie, was die Scheiße mit Taubos soll. Das wäre schon ein solider Move. Ich möchte aber nur anmerken, dass der Kampf gegen Taubos gerade doppelt so lang dauert wie der ganze Kampf gegen Giovanni, ne? Oh mein Gott. Was ist das für ein Life? Was ist das? Das ganze Leben ist eine Simulation. Rums und Taubos ist die Matrix. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir wechseln einfach nochmal. Jetzt habe ich Bock auf den Eishieb, Junge. Jetzt will ich's wissen. Jetzt will ich's sehen. Blau war doch auch schon Arena-Leiter in Gold und Silber in Kanto, oder irre ich mich? Kann ich mich in der Form nicht dran erinnern, muss ich sagen. Blau und Rot hatten meiner Erinnerung nach immer irgendeine Sonderrolle im Spiel. Als Typen, die dann in den neueren Editionen irgendwie als Berater und Support-Charaktere in den verschiedensten Bereichen auftreten. Oder als Champion der Pokéliga oder, aber als normaler Arena-Leiter oder so. Da kann ich mich zurückgeschreckt. Ich werf gleich die Konsole aus dem Fenster. Könnten wir bitte endlich die Taube töten? Turtok, hast du Bock? Guck nicht so. Hau ihm ins Maul. Was ist das? Was ist dieser Fight, Mann? Wie kann man denn so asozial sein? Jetzt Rums. Dankeschön. Ein noch, Turtok. Junge, Taubos ist einfach der schlimmste Gegner bisher. Was ist das denn? Ich dachte, den zimmern wir... Easy weg. Ich hole mir gleich so einen Vogel, wie bei den Simpsons, der hinten so ein bisschen Wasser drin hat und dann wippt der immer so nach oben und unten. Und den stelle ich einfach auf meinen Controller und spamme Icy. Und irgendwann wird Taubos keine AP mehr haben für seine Heilung. Und dann ist es der... Alter. Wer kämpft denn auch so? Wer kämpft denn so? Was ist das? Ey, no joke, was ist das, Mann? Das kann doch unmöglich sein Ernst sein. Mehr Sandwirbel. Das ist einfach der Endboss. Eigentlich steht Taubos über Giovanni, ich glaube das auch. Jetzt setzt der Top-Elixier ein. Ey, unsere Genauigkeit ist auch so im Eimer. Nidoqueen hatte doch auch Donnerblitz, oder? Hatte irgendwer schon Eisstrahl oder so? Ich glaube nicht, ne? Garados, nee, auch nicht. Wir probieren mal noch Nidoqueen mit Donnerblitz, komm. Ist das beknackt gerade, wie lang dauert dieser Fight, Mann? Ruf doch du jetzt mal an Ala. Ey, das ist unglaublich echt. Ihr macht euch keine Begriffe. Ich möchte jetzt den Donnerblitz noch sehen. Und wenn der nicht one-hittet, dann komme ich auf die Donation zurück, echt. Donnerblitz, jetzt. Schrömbel, mit der Macht des 420. Unglaublich, echt. Es ist unglaublich. Ich werde Tool eine Sprachnotiz schicken. Und ich frage mich echt, was das soll. Jo, Tool, liebe Grüße aus dem Fight vor der Siegesstraße. Ich kämpfe gerade eine halbe Stunde gegen dein abgefucktes Taubos, das sich alle 3 Sekunden um das Zehnfache seiner KP heilt. Und wollte mal freundlich nachfragen, was die Scheiße soll. Liebe Grüße.
So. Da wird er sich freuen. Und jetzt nochmal Donnerblitz. Komm schon, Nidoqueen. Do it. Do it. We did it, Leute. We did it. Es ist vorbei. Am Arsch, der hat ja nochmal welche. Aber ich glaube, das war der schlimmste Fight, den wir jemals hatten. Das war schlimmer als Sylvanas HC. No joke. Glurak, wir regeln das jetzt. Ja, nur Taubos. Er hat einfach viermal Taubos dabei. Ich würde in meinen fucking Tisch beißen, echt. Craft, so, wer spielt denn so? Junge, sei froh, dass du kein Kampfhaus in den älteren Generationen gespielt hast. Da haben alle so gespielt. Boah, da wäre ich ausgeflippt. Bin ich ja gerade glücklicherweise nicht. Schrömpel, dankeschön für die Donation. Vielen Dank. Aber Tour ist nicht on. Ich weiß nicht, was er macht. Mega-Entwicklung. Ach, wir haben ja zwei, ne? Ich hab Bock auf X. Und ich hab Bock auf Flammenwurf, Junge. Raus mit dem Giflor. Let's go. Roms. Oh ja. Glurak. Mit dem Flammenbart und dem Flammenwurf. Und wehe, du stirbst nicht, Giflor. Dankeschön. So wollen wir es doch sehen, Leute. Ich bin doch an schöne Sachen gewöhnt. Was für Ruheort und Sandwirbel. Tools Antwort? Weil du ein Lappen bist. Ja, irgend sowas wird das vermutlich werden. Knogger. Feiere ich ja gerade nicht so, um ehrlich zu sein. Aber jetzt haben wir die Mega-Entwicklung am Start. Wir gucken mal. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass es Steinhagel einsetzt und Glurak one-hittet oder so. Wir machen einfach mal Drachenpuls für die Lulz. Das reimt sich. Los geht's. Rums. Knogger, was sagst du? Ja, Knochenrang. Ja. Ach, das geht über mehrere Runden. Ach, komm schon, Knogger, gönn. Dankeschön. Zweimal. Ja gut, dann hat sich's ausgeknoggert, ne? Rein da. Zum Glück ist das nicht erste Gen. Da hatten die Gegner noch keine AP, konnten also die Attacken unaufhörlich spammen. Echt? Weiß ich auch gar nicht mehr. Holy shit. Habe ich schnell auf PokeWiki nachgeschaut und Blau war tatsächlich der Arena-Leiter von Vertania City in Silber und Gold. Krass. Hätte ich geschworen, dass es nicht so ist, aber ja, good to know. Danke fürs Nachschauen. Seid auch schon wieder ein bisschen her, ne? Das ist ja wild. Ey, da habe ich mich ja auch so gefreut, ne? Hatte man ja auch keine Beta, keine Data-Mining-Leaks oder so und dann hatte man die Edition durch und dann ging es einfach zurück in die alte. Wie cool war das mit diesem komischen Zug, ne? Und ich habe letztens auch so ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Aber Gold und Silber hatten ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel, ne? Wie cool war das, als man auf einmal in Pokémon einloggte und dann war es einfach dunkel. Wie cool war das? Holy shit, habe ich komplett vergessen, aber war wirklich schön. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Ich komme immer noch nicht gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Ja, hättest du mal dauerhaft Taubos draußen gehabt, ne? Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Kurz vor deinem Sieg macht Tool Bubble und Ruhestein. Hätte auch passieren können, ja. Die Arena-Leiter in den alten Zonen waren auch so egal, weil die viel zu schwach waren. Ja, durch die Top 4 und so hat man halt schon alles kaputt gebankt, ne? Es gab doch AP in Gen 1. Oha. Oh, dann war das anscheinend eine falsche Wahrnehmung. Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Das ist irgendwie so frustrierend. So kenne ich mich gar nicht. Aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt lassen. Aha. Gucke da, er rennt einfach vor. Der Tag-Nacht-Wechsel war cool, vor allem für bestimmte Entwicklungen, ja. Ja klar, das ging ja dann auch mit Psyana und Nachtara und so, ne? Ein Herr, true. Hat Alfonso Atze etwa das Pokémon von Tool zu seinem Rivalen auserkoren? Lass mich raten, es ist Taubos, oder? Es muss Taubos sein. Hat er unsere geheilt? Hat er nicht. Der miese Sack. Dann gehen wir nochmal schnell ins Center, bevor wir hier einen Center-Schock bekommen. Oh, Lachkick, sein Onkel. Eben noch disst er dich und kaum verliert er, wird er wehmütig, ja. Das ist wie ich nach der fünften Mische. Na, da ändert sich einfach die emotionale Stabilität so ein bisschen und dann passiert sowas einfach.
In Diamant und Pearl gab es sogar 5 Tageszeiten. Das ist ja auch krass, dann so früher Abend und so ein Kram oder was? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Holy shit, ab und zu war es ja auch wichtig für bestimmte Pokémon, ne, so wie in WoW mit bestimmten Jahreszeiten, dass diese eine Eule nur im Winter erscheint und so bei den Haustieren, ne? War es doch da, glaube ich, auch, dass es regnen musste oder sowas? Oder war das auch nur WoW? Scheiße, das kann auch sein. Diesen einen Affen kann man auch nur im Schlingdorntal fangen, wenn es regnet, ne? Fische auch, siehste? So viel. Jahreszeiten, ja. Ist schon cool. Also sowas habe ich generell immer gemocht. Auch in Harvest Moon und so, ne? Recht frühe Games dann für den Game Boy Advance und so. Als das ging, haben es ja irgendwie alle umgesetzt. Und das war schon super. Morgens, tagsüber, nachmittags, abends und nachts, glaube ich. Ja gut, das sind auf jeden Fall die großen, die am ehesten Sinn machen würden, würde ich sagen. Dann gehen wir mal rüber zur Siegestraße. Und jetzt ist hier bestimmt auch ein Pokécenter. Ja, Tool, du musst mal bitte hier antworten, mein Lieber. Wo ist die Antwort bei WhatsApp, frage ich mich. Du hast das ganz schön verpasst, also eigentlich nicht, du warst ja dabei. Davon abgesehen, aber es war grausam, Tool. Was soll sowas? Ich frage mich. Guten Tag. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Oha, hast du da etwa den Felsorden bei dir? Dann lasse ich dich natürlich vorbei. Gibt es Leute, die hier legit reingerannt sind, bevor sie alle Orden hatten? Und dann irgendwann zurückgepfiffen wurden? Ja, bestimmt, oder? So bei den ersten Runs, wo man alles erkundet hat? Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Quellordens sind. Japp, ich, sehr gut. Irgendein Pet in den Sturmgipfeln kommt nur beim Schneesturm. Wegen dem Viech habe ich einen zweiten Zeitverlorenen. Gucke da, das Glück ist mit den Haustierkämpfenden. So nämlich. Quellorden haben wir. Was kam als nächstes? Der Donnerorden? Blitzorden oder so? Der Donnerorden, ja. Kreativ, Major Bob, wie wir ihn kennen. Autogramm haben wir ja auch dabei. Und er spricht's an. Hast du da etwa ein Autogramm von Major Bob? Wow, du hast's gut. Ja, ihr habt einen ganz schönen Scheißjob hier, muss man mal sagen. Das ist echt lame, ihr ganzen Tag rumzustehen. Leute kontrollieren, ob sie alle Orden haben. Der Farborden, jawohl. Haben wir auch. Oh, und da müssen wir surfen. Gibt es hier Pokémon? Da ist ein Schwimmer, aber das ist doch bestimmt der Kontrolleur mit seiner kontrollierenden Badekappe, oder? Ja. Und zwar den Seelenorden brauchen wir hier, jawohl. Das splasht doch irgendwas. Ein Carpador. Ja gut, das ist jetzt weniger speziell. Ein Quapsel. Habe ich einen Quapsel? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken gerade. Mal schauen. Quapsel, sag mal an. Habe ich nicht. Oh Gott, Quapsel. Willkommen in der Gang. Hätte ich nochmal Bälle kaufen sollen? Nee, oder? Die werden reichen. Da hatten wir doch immer fast 100. Und wenn die so drin bleiben, dann reichen die sowieso doppelt und dreifach. Aber man kann eigentlich, meine ich, nach dem ersten Orden auch nicht weiter, weil man noch keinen Surfer hatte. Ja, das ist dann natürlich ein ordentlicher Blocker gewesen, das stimmt. Irgendwo hieß es mal, man hat nicht mal alle Orden gebraucht in Gen 1, weil einer nicht nachgefragt wird, aber nicht mehr 100% sicher. War vielleicht einer von denen, die man eh gebraucht hat für Progress allgemein. Das könnte sein. Da weiß ich, wie auch bei dieser AP-Geschichte, definitiv auch nicht mehr, wie das aussah. Offenbar unterscheidet sich die Ausrichtung seiner Spirale je nach Geburtsregion. Es kann besser schwimmen als laufen. Okay. Nice Spirale, Bruder. Wir haben Quapsel, ich freue mich. Quapsel ist cool. Noch irgendwas hier? Oh! Ein Item. Aha. Das nehme ich mit. 3 goldene Sananabeeren. Ja, hallöchen. Dann springen wir gleich wieder ins Wasser. Da oben ist noch ein Item. Die meinst aber gut mit uns hier. Das ist ja nett. Ja, hier geht's zur Top 4. Das sind die krassesten, heftigsten überhaupt. Hier sind ein paar geile Items, Junge. Let's go. Darum heißt das Game auch so. Sag mal. Die Challenge. 5 goldene Himbeeren. Oh boy. Da hätte ich ja jetzt langsam Angst. Ne? Das ist so, wie wenn man in irgendeinem Game eigentlich die ganze Zeit gegen Gegner kämpft. Und dann ist man plötzlich in so einem Raum, wo Ruhe ist. Und da liegt ganz viel Munition rum. Und Medipacks und so. Und man weiß, damn. Gleich wird gebumst. Sumpforden haben wir auch. Na klar. Nehmen wir mit. Muss aber auch kacke sein, hier den ganzen Tag im Wasser zu stehen, oder?
Ich meine, gut, dieser Mann kann die ganze Zeit durchgehend pinkeln, aber wird bestimmt auch unangenehm ab einem gewissen Punkt. Oh, das ist ja toll. Hier will ich leben. Nur Nidos überall. Oh, ein Nidorino. Ach, den habe ich schon. Wait. Ja, ich hätte es nochmal gefangen. Nein, haben wir schon. Ist okay. Tschüss, du darfst weiter in Freiheit leben. Das ist ja geil hier. Schaut mal. Nur Nidos. Oh, ich bin Fan. Das ist meine Lieblingszone hier. Aber Nidorina habe ich nicht, oder? Ach so, na klar, wir haben noch Nidoqueen. Oh, what? Big Daddy. Yo, was geht denn hier? Das ist ja super. Der King, Level 46. Ja, du kriegst aber erstmal eine Beere, mein Freund. Pass mal auf. So. Mal gucken. Rein in die Schnute. Und dann machen wir jetzt... Na, das ist ganz schön böse jetzt gewesen. Aber wir machen trotzdem einen geilen Wurf voll daneben. Sehr, sehr gut. Da muss ich erstmal wieder auf die Konsole klarkommen. Aber der war doch ganz okay, oder? Zu den legendären Vögeln habe ich noch keine Pläne. Das hängt, damn, ganz davon ab, wie wir durchkommen und wie auch die weitere Gameplanung aussieht, weil wir dann ja das neue Far Cry gemeinsam im Stream spielen wollten. Und da muss ich mal gucken, wie das... Am Arsch, Nidoking. Wie das zeitlich dann alles passt, ne? Und wenn wir dann noch Zeit, Lust und Laune haben, dann kann es sein, dass wir hier ein bisschen reingrinden. Ansonsten bin ich auch ganz zufrieden, wenn wir die Main Story mit der Pokéliga soweit brauchbar durchbekommen. Die Himbeere, einmal rein, komm, davon haben wir noch genügend. Und jetzt bitte, Nidoking, komm. Gönn, Bro. Gönn doch einfach. Jetzt. Jetzt, ja. In der Arceus-Edition können die einen ja angreifen, ne? Da kriegt man als Trainer ja Schaden. Da hätte ich jetzt ordentlich kassiert, so lange wie der Fangversuch gedauert hat. Und was ist mit Garados, Glurak und Finos? Die wollen mich verarschen, oder? Jungs, kennt ihr Level Up? Frage für einen Freund. Unser Team ist aber an sich eine ganz schöne Würstchenparty. Das ist ja auch spannend, habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet. Ach, einfach mal ein Nidoking. Das dachte ich auch. Renn hier rum und denke, ach ja, gucke da, was es alles gibt. Dank seiner stahlharten Haut kann es Gegner besonders effektiv rammen. Mit seinem Horn spaltet es sogar Diamanten. Ja, von dem möchte ich definitiv nicht angegriffen werden. Autschi. Wieso ist Nidoqueen nicht auch männlich? Ich weiß nicht. Wir können hier ja so einen Bart ankleben wie bei Leben des Brian, aber da habe ich auch noch keinen von gesehen. Wenn ich hier nur lang genug rumstehe, kommt dann ein Shiny raus? Jetzt? Was ist da gewesen? Ibitak. Nee. Also das ist hier so ein Punkt, was zum Fick? Hier würde ich Shiny campen. Hier würde ich den ganzen Tag stehen und dann kommt nur Ibitak, wo ich doch ein Nidoking will. Aber dich haben wir auch schon, mein Freund. So. Sehr gut. Aber ich glaube, ich will ja einfach nur sauber durch. Hier dürfen nur Trainer passieren, die den Vulkanorden haben. Den haben wir. Gar kein Problem. Tschüss, Tom Schniedel. Noch mehr Gras. Da ist sogar ein Ball drin. Hallöchen. So, goldene Sanabären. Oh Junge, auf der Siegestraße gab es ja auch krasse Viecher, ne? Also ich denke immer nur an Rizeros, aber da gab es bestimmt auch anderes cooles Getier. Kann man die eigentlich lesen? Nee, hätte ja sein können, dass sie irgendeine Inschrift haben. Oh, hier ist toll. Ich mag die. Kann ich mehr von denen haben? Einfach alles vollpumpen mit Nidoran und Nidorino und so? Das wäre schön. Was kam da noch? Ja, Nidorino. Toll. Könnt ihr euch direkt vermehren, Freunde. Let's go. Und da sind wir wieder. Hier dürfen nur Trainer passieren, die den Erdorden haben. Habe ich. Kein Problem, Bro. Die Pokéliga wartet auf dich. Na dann speichern wir nochmal diesen großartigen Erfolg. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein. Wir gehen einfach rein, ohne mit der Zimper zu wucken. Hey, die Mucke. Ach, schön. Yo, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, wait. Haben wir dem Wärter die Zähne gebracht? Wait a second. Oh. Yo, wait, hat da keiner dran gedacht? Wir haben dem die Zähne nicht gebracht, ne? Scheiße. Yo, damn, what? Oh. Ja, huch. Hoppala. Ja, Evoli denkt sich auch, Bro. Gib Wangenküsschen.
hat dich sehr lieb. Oh, wie sweet. Wir müssen wegfliegen. Siegesstraße ist völlig uninteressant für uns. Wir haben einfach die Zähne vergessen, Mann. Und niemand hat dran gedacht. Weder ich noch ihr. Das ist ja geil. Einen wunderschönen guten Abend, Scharkanter, Hallöchen. Grüße dich, ich hoffe alles gut. Rava, hi. Wolltest du wohl auf die lange Kante legen, falls du sie im Alter selber brauchst? Das stimmt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob wir die schon gefunden haben. Weil die Safari-Zone gab es ja nicht mehr und der meinte doch, die liegen auf Route blabliblub. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir die gefunden haben. Ich habe die einfach vergessen. Komplett. Netvi, 38 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Der musste so lange jetzt püriertes essen, ja. Nur Suppe trinken. Oh, ja. Ins Meer fallen lassen. Ich kann dir helfen, ja. Rudel-Neumfilm. Auf Rudel-Neumfilm. Okay. Wo zum Teufel ist Route 19? Wie finden wir das am ehesten raus? Einfach mit dem ahmt jemanden nach, aber wen? Ja, Atze Schröder. Ich habe gewonnen. Kriege ich jetzt einen Preis? Stärke wäre nett. Achso, ich muss erstmal rausgehen. Und dann können wir ja auf die Karte gucken, ne? Das dürfte am einfachsten sein. 19. Du bist zu Zinnober von Alabastia aus, ja. Ach, die Route ist hier im Süden, oder wie? Ah, ja, dann konnten wir die natürlich gar nicht finden. Oh nein, wie unlucky. Das heißt, hier, da ist 19. Ja, er hat sie ins Meer fallen lassen. Boah, weil wir von Alabastia aus los sind. Yo, darum haben wir es verpasst, okay. Okay, also trotzdem Armutszeugnis, aber gut. Es hätte auch schlimmer kommen können. Hätte passieren können, dass ich die echt verkaufe. Oder esse. Und mir denke, schön crunchy, Ader, lecker Zähne. Wieso nicht? Belastend. Oh mein Gott. Nein. Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es hieß, dort würden wir haufenweise seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über diese Sache mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Was? Jedenfalls gut, dass wir von da abgehauen sind. No joke, dann hätten sie jetzt auch Twitch Prime mit reinnehmen können in solche Aussagen. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. Miauts. Hier muss es doch irgendwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Gadunk. Autsch. Was ist das denn für ein verflixtartes Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Hauruck. Hauruck. Unfassbar, du hattest recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal. Igitt, was ist das denn? Ein goldenes Gebiss? Ein Gebiss? Zeig mal, das kann doch gar nicht... Du hast recht. Da kann es doch noch so funkeln und aus Gold sein. Das ist doch widerlich. Bah. Ach was, der Knirps? Was schleichst du hier herum? Warte, antworte nicht. Ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier, geht aufs Haus. Das war ja super schwer, da jetzt ranzukommen. Ich hatte Angst, dass die kämpfen wollen und ich wieder für immer in der Paralyse gefangen bin. Aber nein. Im Beutel. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau, wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratzen wir die Kurve. Jo, wenn man sich so ekelt, dass man sich trotz Handschuhe direkt die Hände waschen muss. Nicht schlecht. Ja, wir haben die Zähne. Ist ja sonst noch irgendwas Cooles? Hier kann man runterhüpfen. Ein Item. Sehr schön. Ein Hyperheiler. Ey. Ein Surfer. Okay. Vor dem Schwimmen muss ich mich aufwärmen. Anscheinend ist hier nicht mehr allzu viel. Ich hatte in Erinnerung, dass hier noch ein kleines Häuschen stand, aber das wurde einfach abgerissen. Dafür steht hier jetzt Ferdinand. Sehr nice. Geh los. Mit der Hüpfart von Bisaflor komme ich nicht klar. Ja, ist einfach ein dicker Frosch, ne? Das ist so. Starmie. Können wir das wegkopfnussen? Bestimmt, oder? Pass auf, wir machen Mega-Entwicklungen. Und wir machen Kopfnuss, Junge. Dann hat Starmie nicht mehr viel zu lachen. Das Verbinden mit Go hat eher mehr funktioniert. Da haben die schon recht. Sie kritisieren einfach ihr eigenes Game. Über Team Rocket. Sehr krass. Sollte man den beiden sagen, dass sie arbeitslos sind? Aber lieber nicht, oder? Sie entspannen hier gerade am Strand. Da wollen wir ihnen gar nicht irgendwie die Laune versauen.
kusche ihn warm, ja. Umarmung, Ferdinand. Los geht's. Da ist er kaputt. Sehr schön. War auf dieser Route nicht noch eine Insel? Da war Arktos, ja, mit den Seeschauminseln, wo es auch Europ und so gab, ne? Aber jetzt hier, die Jungens, ja, mit den Level-Ups. Toll. Läuft. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Ach schön, da wird mir warm ums Herz, Ferdinand. Warm ums Herz. Ja, dann scheint hier aber nichts weiter zu sein. Das heißt, wir können jetzt wieder hochfliegen. Das machen wir auch, weil wir einfach dekadent sind. Alfonso Atze zappelt unruhig herum. Ja, du willst fliegen. Ich weiß, das machen wir jetzt auch. Dann skippen wir nämlich mit einem Big Play einfach den einen Trainer. Und dann holen wir uns unsere Stärke jetzt ab, ne? So nämlich. Ach ja, let's go. Das weckt Erinnerungen. Hab damals auf der Fahrradroute erfolgreich mein Shiny Punita gefangen. Ey, mit der blauen Flamme, ne? Sehr schick, sehr schick. Das Team Rocket kommt. Laufend Ärger, nichts als Ärger, richtig Ärger. Riesenärger. Ein schönes Gedicht. Fast so schön wie das von Professor Eich vorhin. Du hast dem Direktor das goldene Gebiss überreicht. Ey, der Direktor hat das Gebiss hastig eingesetzt. Pfui, der ganze Sand knirscht so eklig zwischen den Zähnen. Aber sei's drum, als ob er's nicht mal abgewaschen hat, Junge. Wer weiß, wie viele Katzen da drauf geschissen haben. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Das Gebiss schmeckt irgendwie nussig. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühen. Ein Safari-Set. Hey. Schön. Und weil du es bist, bringe ich dir obendrein noch etwas Nützliches bei. Und zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Das lernt dann Atze. Was sagt man dazu? Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist das gehupft wie gesprungen. Dann bringe ich sie eben deinem Pokémon bei. Das ist nett. Seid ihr soweit? Gut. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier, stimmt's? Jetzt haltet euch fest. Mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an der Sache ist dieser. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Wie geil ist dieses Kangama auf seinem Rücken? Das feiere ich ja. Hau ruck! Hey, der Boss! Und Alfonso... Gesehen, mit dem Sharingan, boom, sofort kopiert, Ehre. Ja, ist denn das zu fassen? Dein Pokémon hat Wuchtstoß gleich auf Anhieb erlernt. Es ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Ja, sieht man doch an seiner Friese. Hallo, können wir das dann hier gleich mal testen? Na, mit diesem modischen Block wäre ja offensichtlich dieses Loch dahinter. Wuchtstoß kann Blöcke verschieben, ja. Rums, Junge! Ein Dickter. Okay, ich dachte, er wollte nur das Loch verschließen, aber er hat einen Dickter versteckt. Hallo? Dickter Wühl. Du erhältst ein Nugget von Dickter. Was zum Teufel? Wackel. Hä? Lebt das da? Dickter Blinzel, wenn du Hilfe brauchst. Nein? Okay, das war gar nicht strange. Und Alfonso leuchtet jetzt wie so ein Super Saiyajin. Auch schön. Jack Tai. Hab mich mega gefreut, aber hier ist ja Shiny Hunten einfacher. Immer wieder dasselbe Pokémon fangen, bis man eine 100 oder 120er Kette hat. Genau, ne, mit diesen Ketten. Dann einfach stehen bleiben und schön aufentspannt auf den richtigen Moment warten. Gut, dann fliegen wir zurück und gucken uns das Ganze doch nochmal an. Du musst den Block erstmal ablecken. Du musst der Block sein, ja, sei der Block. Ein Hauch von Tüll. Dann mit dem Himmelsritt... Können wir maybe direkt zur Siegelstraße? Nee, oder? Oder doch? Doch! Nee, können wir nicht. Toll. Ist zwar angezeigt, aber können wir nicht hinfliegen. Mann. Na, hoffentlich quatschen die uns nicht nochmal voll. Hoffentlich kommt Tool nicht nochmal mit Tauboss an. Da krieg ich so einen Hals, Junge. So einen Hals würde ich da kriegen. Vertania City, na dann. Auf ein neues. Gucke ich jetzt nochmal in den Supermarkt? Nö. Ich sage, wir sind gut genug ausgestattet. Und das muss reichen. Schneiber, mein Lieber. 20 Monate. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich stelle auch immer einen 5-Tonnen-Felsen vor Löcher in den Wänden. Ist so. Ich muss immer nochmal zurückgehen.
Na, es wäre so krank, wenn ich gerade was lese und in dem Moment spawnt ein Shiny und ich sehe es dann nicht. Deswegen muss ich immer noch mal so einen Blick in den Rückspiegel werfen, ne? Jetzt habe ich mir selber einen Ohrwurm verpasst. Das ist immer das Schlimmste, ne? Dann kann man nicht mal irgendwem die Schuld geben. Weil man ist es einfach selber. Oh, nee. Shiny-Quote ist ab 31er-Fangserie gekappt. Ja, gut. Aber fünffach hält ja besser, wie wir wissen, ne? Aber das ist schon sehr sozial, dass sie das so ein bisschen gekappt haben. Sonst würde man sich vermutlich ab einem bestimmten Punkt in den Wahnsinn treiben und sagen, okay, ich mache jetzt die ganz entspannte 5000er-Fangserie. Und dann geht das erst richtig los, ne? Wird bei dir eigentlich auch Zeit für Shiny-Kumpel? Die Betonung war geil. Bin ich dein Kumpel, mein Freund? Ich bin nicht dein Freund, mein Bester. Ich bin nicht dein Bester, mein Kumpel. Bin Shiny, Kumpel hat seins in der Siegesstraße bekommen und ich meins noch etwas früher. Ja du, ich sag mal so, ich bin nicht abgeneigt, ne? So ein Shiny Nidoran männlich oder so, das würde ich jetzt auch schon nehmen. Aber du siehst, sie haben keinen Bock leider. Was zum... Okay, das ist ein bisschen random, aber... Nehme ich. Nehme ich. Jawollo, Kokowai. Dann gehen wir doch in den Beutel. Und dann nehmen wir eine leckere Himbeere. Alter, hätte die jetzt verfehlt, ne? Aber das geht ja zum Glück nicht. Ah nein, die Geschichte wieder. Wo steht die Switch? Ich glaube da. Ja, da steht sie, Kokowai. Stehst du auch auf den Hyperball? Damn, so gar nicht. What? Bro, beruhige dich. Du bist Kokowai, nicht Mew oder so. Gönn. Ja. Das H auf dem Hyperball steht für halt die Schnauze und bleib drin. Mal gucken, ob er das verinnerlicht hat. Na, das gibt's ja nicht. Kokowai, mach mich doch nicht schwach. Was haben wir noch? Die goldenen da unten will ich nicht benutzen. Komm, du kriegst hier eine normale. Man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hatte. Wo ist der denn hingeflogen? Oh Gott. Rüber da. Ja. Das sah schon besser aus. Teleos, Hallöchen. Gibt es hier Shiny Kokowai schon? Eine der geilsten Alolas. Also Alola Kokowai höchstwahrscheinlich nicht, aber Shiny mit Sicherheit, ne? Da gibt es, denke ich mal, keins, welches irgendwie ausgeschlossen wird. Warum ist das Kokowai so weiß? War das nicht dunkler? Tja, ist auf jeden Fall kein Shiny. Vielleicht ist WoW-Spieler und wollte gerade nur schnell einkaufen gehen, ne? Schön aus dem Keller raus, Junge, und dann direkt in den Ball. Der Schrei dieses Pokémon ist ohrenbetäubend, weil jeder seiner drei Köpfe sagt, was er denkt. Wie war das vorhin mit Dritto? Da sind wir. Meisterball hätte ich auch nehmen können, das stimmt. Aber irgendwie habe ich Kokowai den nicht gegönnt. Ich verwechsel Alola und Shiny. Oh, das ist natürlich gefährlich. Also bei uns jetzt nicht so, weil wir verwechseln hier ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ganz gern. Noch ein Owei. Bleib stehen, du Verbrecher. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber wenn man dann in so einer richtigen Nerd-Diskussion ist, ne, dann hast du dich natürlich direkt disqualifiziert. So, Owei. Ihr benehmt euch, das gibt's doch nicht. Das ist nicht benehmen. Das ist das Gegenteil von benehmen gewesen. Ghost Dragon, hi. Raid war erfolgreich, bis zum Schmied geschafft und den Helm von der Sulhazi bekommen. Sehr geiles Teil. GZ. Gäbe es den Meister, wie wir ihn kennen, im Anime, würde Ash den bestimmt daneben werfen, ja, oder sich selber drin einfangen oder sowas, ne? Da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn. Owei. Sehr schön. Oweis kleine Köpfe ziehen sich gegenseitig an und drehen sich. Es braucht 6 von ihnen, um die Balance zu halten. Ach schön. Wenn man eins wegnimmt, dann kommen die anderen auch nicht mehr klar. Das ist ja voll sweet. Ich warte noch auf den nächsten Spawn. Weil es ist ein stinknormales Nidorina. Alles klar. So, Freunde. Wir waren hier schon mal, habe ich das Gefühl. Aber jetzt sind wir doppelt und dreifach ready. Für die Siegesstraße, ich freue mich sehr. Erstmal kommt dieser Block da drauf. Erstmal Super Saiyajin anwerfen, rums. Und geht los. Bam, sehr schön. Das ist bestimmt auch deutlich einfacher, als es in den alten Editionen war. Zumindest habe ich es schwer in Erinnerung, aber gut, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben. Viele von uns waren halt so jung, da war es auch schwer geradeaus zu laufen. Dementsprechend ist das vielleicht nur die Erinnerung, die mich da so ein bisschen verarschen möchte, ne? Dann gehen wir erstmal hier rum. Bisaflor ist am Hüpfen, ein Golbat. Golbat habe ich, glaube ich, oder? Dann stürzen wir uns erstmal in den Kampf.
Hehe, ich strotze nur so vor Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Na klar, wie viele Items da oben liegen. Junge, da gehen wir aber schön rein. Naomi, 2 Pokémon. Wir haben Turtok-Form gegen Kangama. Okay, machen wir Mega-Turtok und einfach Surfer rüber. Das funktioniert doch in der Regel sehr, sehr gut. Aber Kangama kann ja auch super ekelhaft sein. Und irgendwie Donnerschlag und so haben, aber... Wir setzen mal voll auf Turtok und den Surfer jetzt, komm. Turtok, wir surfen ja alles aus dem Leben, wir beide. Geht los. Diese Straße in Classic, ja, unangenehm, ne? Habe ich auch direkt dran denken müssen. So, rein, Diana, das sieht doch ganz lecker aus. Wutanfall. Ey, deutlich zu viele Pokémon können hier Wutanfall in letzter Zeit. Die sollen sich mal zusammenreißen. Ich glaube, es geht los. Jetzt aber, Surfer. Der letzte Block war eigentlich nur schlimm, weil man den so lange schieben musste und am Ende verbocken konnte, ja. Das war so eine Geschichte von wegen, du gehst einmal zu früh mit dem Ding nach rechts oder links und schon hast du ihn nicht mehr aus der Position bekommen und musstest das ganze Teil resetten, ne? Das war echt scheiße gegen Bisaflor. Boah, wir glauben an Turtok und den Ice Heap, oder? Der müsste doch eigentlich auch ganz gut reinzimmern. Problem ist, wenn der jetzt Megasauger spammt, dann könnte das ordentlich nach hinten losgehen, aber... Wir glauben an Turtok. Boom. Ja, solide. Solarstrahl, geil. Muss er erst aufladen. Oh, Bisaflor. Wie fühlt es sich an, jetzt einfach dem Ende entgegenzublicken? Rums. Geil. Da ist er einfach weg. Tschüss, Bisaflor. Solide Pokémon aber am Start gehabt hier, die gute. Verloren. Ja, gibt die Hyperbälle und die Kohle. Sehr schön, hat sie einfach mies reindonatet. Sehr ehrenwert. Ein Mashok. Oh boy, bleib stehen. Rennt er einfach weg von mir, was soll das denn? Kollege, du kommst jetzt erstmal mit in mein Team. So. Ach ja, wahrscheinlich. Schnell. Oh, das war aber perfekt. Da habe ich mir aber jetzt auch die Schulter für ausgekugelt. Der muss drin sein. Der muss drin sein, dankeschön. Jawollo. Was ist das für ein Turtok? Das sind die Mega-Entwicklungen. Die kamen auch mit den jüngeren Editionen, sage ich mal, mit rein. Da kann man für bestimmte Pokémon sogenannte Megasteine haben. Und je nachdem kriegen die dann Power-Up und eine unterschiedliche Form dazu. Manche haben auch 2 unterschiedliche Formen. Glurak und Mewtwo zum Beispiel. Und ist so ein ähnliches Feature, wie wir es in den ganz neuen Editionen bei Schwert und Schild mit diesem Dynamax hatten und verschiedenen Formen, die dann damit einhergingen, ne? Das sind wieder so regionale Besonderheiten und Unterschiede. Der Gürtel an seiner Hüfte dient dazu, seine Kraft zu begrenzen. Ohne ihn wäre Mashok nicht zu bändigen. Junge, wenn der pinkeln geht, dann eskaliert er einfach komplett oder er muss den Gürtel dran lassen. Dann muss er sich mit so einem Taschenmesser so einen Schlitz in die Buchse ritzen und dann muss er da durchpinkeln. Naja, wer es mag, kann man machen. Kann man machen. Guten Tag. Du siehst aus, als hättest du was drauf. Wie wäre es mit einem Kräftemessen? Na klar, sonst wäre ich doch gar nicht hier. Da habe ich mir die Schulter für ausgekugelt. Der muss jetzt drin sein. Die arme Schei. Es muss immer alles gegeben werden, Don. Du weißt. Logan. Logan hat einen Galopper. Das lese ich sehr, sehr gern, mein lieber Logan. Ich glaube, da können wir uns sogar den Megastein einmal sparen. Schwarzer Gürtel in Kräfte kontrollieren. Ja, er kennt seine eigene Kraft nicht. Aber durch den Gürtel muss er die auch gar nicht kennen. Flammenblitz, Rums, ja, aber dafür, dass wir eine Schildkröte sind, hat das ganz schön reingedeppert, hör mal. Surfer, mal gucken, wie das reindeppert. Zack, jawollo, wunderbar. Frag mich, wer ihm den Gürtel gegeben hat. Seine Eltern und woher hatten sie ihn? Und wie macht man einen stärkekontrollierbaren Gürtel? Fragen über Fragen, damn, die Pokémon-Lore. Satzenia, da gehen wir, glaube ich, auf Glurak. Und dann können wir diesmal die andere Glurak-Form nehmen. Weil der letzte Pokémon ist bestimmt wieder Bisaflor. Jeder in dieser Höhle hat einfach Bisaflor. Satzenia. Ja moin. Schöne Fliegenfalle. Dann nehmen wir diesmal Y, weil eben hatten wir X, glaube ich, ne? Und ein Flammenwurf hinterher. Los geht's. Zack. Yo. Glurak mit Armflügelchen. Na dann. Lieber Arm dran, als Arm ab. Wunderbar. Da ist er kaputt. Zack, tschüss, seit 10 Jahren. Mega-Entwicklung kam mit X und Y, beziehungsweise der Kalos-Region. Das war, glaube ich, die 6. Generation. Dankeschön.
Ja, jetzt kommt Stami, dann muss ich ja wieder wechseln. Räudig. Was für ein stinkender Asttrainer, echt. Erstmal Zeit für ein Nudelsüppchen. Ja, so ein lecker Süppchen geht immer, ne? Guten Hunger. Einige Leute wissen echt nicht, was sich gehört. Wurde eben 5-mal angerufen auf der Firmenleitung, aber kein einziges Mal eine Nachricht hinterlassen. Ich denke mir dann nur, wenn es wichtig ist, dann würde man eine Mitteilung hinterlassen. Außerdem ist es Sonntagnacht, wollte gerade sagen, 22 Uhr und ein Feiertag. Da ist das Büro geschlossen, ja, und dann muss man sich mal ein bisschen auch benehmen, möchte man meinen, oder? Aber ja, da scheitert es bei einigen einfach. Das ist leider so. Oh, das war aber unangenehm. Stami ist aber auch verdammt schnell, ne? Dafür, dass das ein Seestern ist. Junge, orientier dich mal an SpongeBob. Dann reden wir nochmal über Initiative. Aber vermutlich hörst du mich nicht, weil du unter einem Stein lebst. Tschüss, Stami. Danke für den Besuch. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Aber immerhin, Malvert, haben die nicht auf die Nachrichtenbox sowas gesprochen wie ich setze Sandwirbel ein und dann Ruheort. Dann wär's erst richtig pervers. So, ab nach unten. Zack. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau der hin muss. Ich hoffe, wir locken uns jetzt nicht. Darüber? Nee, dann kriege ich den... Hä, wait. So rüber, dann kriege ich den doch aber auch nicht mehr weg, oder? Muss ich den da überhaupt lang schieben oder ist das nur der Ersatzstein? Weil sie hier kein, was weiß ich, Sprungbrettchen hinmachen wollten? Das ist der Rückweg, ne? Geil. Ja, ich habe mich einfach selbst bambuselt. Naja, dann gehen wir halt hoch hier. So. Guten Tag. Oh, Alfonso hat irgendwas? Oh no. Alfonso fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Brudi, mach doch nicht diesen. Ganz entspannt. Da ist irgendein Drachenfuzzi, glaube ich. Ein Georock habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Mal schauen. Hallöchen, ein wildes Georock habe ich doch. Oh, habe ich doch, Georock. Ja, dann kannst du nach Hause gehen. Tschüss. Wusste ich gar nicht mehr. Der Gönner, hi. Was haben wir hier? Den Block? Den müssen wir da unten hinbekommen. Ich glaube, das schaffe ich gerade so. So. Ja. Schön die grauen Zellen anstrengen hier bei diesen heftigen Rätseln. Einmal Klick. Wunderbar. Danke für die SpongeBob-Anspielung. Ich muss mir noch die Hammer SpongeBob X-One-Piece-Figuren bestellen. Hey, die habe ich letztens auch gesehen. Ah, war ich auch kurz in Versuchung geführt. Yo, Onix. Haben wir das Onix damals bekommen? Oder habe ich da verkackt? Ich glaube, ich habe es bekommen, oder? Ja, okay. Hatte Angst, dass die Antwort sein wird, dass ich mies verkackt habe, aber nein. Alles cool. Hat alles hingehauen. Macholo haben wir, glaube ich, auch. Wie es da gegen die Wand läuft. The fuck? Oh Gott, wir kämpfen erstmal. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Er ist ein verdammter Hellseher. Der hätte ja bei Sabrina in der Arena stehen können. Der Nino. Na dann, Nino, zeig mal. Ein Hypno, okay. Das wird wieder räudig mit Hypnose und so sein, oder? Aber wir holen einfach Mega-Turtok. Mega-Turtok und Surfer und dann hat sich das wieder gegessen, bilde ich mir ein. Pass auf, schön rübersurfen, Junge. Was soll der Geiz? Schlüsselstein. Rums. And here we go. Nice. Ey, auch wenn Turtok einfach mal normal zuhaut und dabei mit so einer Kanone trifft. Rums. Da hast du einfach einen Abdruck, als hättest du ein Staubsaugerrohr geknutscht. Kopfnuss. Hypno mit Kopfnuss. Okay. Kann man machen, aber er hat ja das ganze Pokémon gar nicht verstanden. Das heißt doch nun schon Hypno. Yo, Chef, wir haben hier so ein Hypnose-Pokémon. Ja, mir heißt das Hypno. Und was macht das so? Ja, das hypnotisiert die Leute. Ja, dann bringen wir dem Kopfnuss bei, oder? Genau so will ich's hören, Leute. Lamus. Da gehen wir auf Finos. Und dann haben wir den nächsten Counter ausgezeichnet. Wäre es dir lieber, dass er dich einschläfert und Traumfresser spammt? Ich habe Angst, diese Frage zu beantworten, Schmelke, weil ich weiß, was ich dann heraufbeschwöre, ne? Aber manchmal fühlt es sich dennoch seltsam an. Auch wenn ich mit der Attacke des Gegners zufrieden bin, denke ich mir, was hat ihn jetzt dazu getrieben, so zu handeln? Wer hat ihm so wehgetan, weißt du? Du hast schon den Durchblick. Apropos Durchblick, freue mich schon auf Cyberpunk morgen. Ich auch. Wir müssen ja dem Rätsel noch auf die Schliche kommen. Oder besser gesagt, der Lösung. Ne? Wir haben ja gut recherchiert. Du hast drauf, genau. Ich hab's einfach drauf. Tschüss.
Was geht hier? Da ist so ein Schwarzgurt, noch ein Onyx-Junge. Unauffällig und dezent. Wait, ich will den mitnehmen als Trainer für die EP. Das hier ist die Siegesstraße, die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Na dann mal sehen, was er jetzt hat. Der letzte Karatekönig hatte ja einen Georock. Und das ist Schwarzgurt Kenji mit zwei Pokémon. Kikli, okay. Mal schauen. Mich triggert immer noch, dass selbst in der Megaform Turtok nicht seine Kanonen nutzt. Ja, da kommt Siedewasser und so auch aus dem Maul, ne? Das ist in der Tat ziemlich weird. Aber in Schwert und Schild mit der Dynamax-Form, wo er dann so eine riesige Festung auf dem Rücken hat, da schießen ja die Kanonen dann wirklich, ne? Und fusionieren sich zu so einem mega heftigen Strahl einfach. Und wir surfen rüber. Rums. Schicksal, dass Lausbub am Start ist, als Kikli das Pokémon mit den markanten Füßen und Beinen auftritt. Zufälle gibt es. Grüße dich. Hallöle, hallöle. Wir beenden das mit einer Kopfnuss. Komm. Turtok, einmal schön ran da. Zack. Jawollo. Da ist er down. Und lass mich raten, Nokshan? Muss eigentlich, oder? Wenn er Kikli hat. Atze hat ein Level up. Sehr schön. Und Quappo. What? Yo, das ist unerwartet. Was für Quappo. Aber gut, der hat gegen unseren Wirbel auch nicht so wirklich Chancen, ne? Geht los. So, 3 Tage und 2 Stunden Spielzeit in New World. Reicht fürs Erste. Ich hoffe, du hast reichlich Bäume gefällt, Schmelke. Ansonsten darfst du nicht ins Bett gehen, ne? Da muss der ganze Regenwald abgeholzt sein, sonst Anzeige, weißt Bescheid. Blättertanz. Rums. Junge. Da hatte Quappo ja mal so überhaupt gar keinen Bock. Tschüss, Quappo. Ach schön, ich bin sehr froh mit meinem Team aktuell. Mal sehen, wie es bei den Top 4 dann aussieht. Ah, der Schmerz. Und dann nur 3 Pokebälle, weißt du? Das grenzt ja auch an Körperverletzung. Golbat. Wo sind denn hier die coolen Pokémon? Wo ist ein Rizeros? Und wo ist ein Mew? Wo ist ein Entei? Ich glaube, den finden wir nicht. Solarstrahl. Okay. Das ist nett. Und ich warte auch auf ein Shiny. Ich nehme tatsächlich auch ein Shiny Golbat. Ich bin da gar nicht so wählerisch. Oder ein Shiny Fleckmon, aber ich glaube, Fleckmon gibt es nicht auf der Siegesstraße. Da hoffen wir ja immer noch, dass die nette Tante uns das irgendwann mal schenkt, aber... Tja, eine Top-Genesung, passend zu den Top 4. Und wer bist du? Dir werde ich eine Lektion erteilen. Hallo. Gerade eben gemacht, hab gemerkt, wie bei jedem Zuhacken eine Gehirnzelle verfällt. Das ist genau das Feeling, das wir brauchen zum Sonntag. Der Dompteur Harry. Dompteur. Angst Potter. Oh, Razaf. Oh, wenn das auch wieder mit Wutanfall loslegt, Junge. Dann habe ich hier direkt keine Böcke drauf. Aber ich glaube, Megaturtok kann das aushalten. Ich glaube, Megaturtok tankt uns das. Mal sehen. Aber ja, so Attacken wie Nahkampf, wie Mega-Hieb. Wie, was hatten wir noch? Fokusstoß oder so, Kraftkoloss. Ich glaube, damit kommt das jetzt um die Ecke und das könnte wirklich scheppern. Da habe ich... Oh, come on, keinen Bock drauf. Kehrtwende. Das klingt lame. Ist es auch, aber... Ja, da wird er zurückgerufen. Frech. Legendäre Vögel habe ich noch keine gefangen, nee. Für Entei musst du wahrscheinlich erst eine 100er Ebenen-Dungeon machen. Das fürchte ich auch. Tauros. Boah, ja, ich bin mal mutig. Wir müssen ja auch Turtok ein bisschen fordern. Ach du Scheiße. Oh, ich habe Turtok überfordert. Mann, wieso hat denn das angefangen? Und wieso ist der Rückstoß nur so lame bei allen Attacken? Das ist ja unglaublich. Wen nehmen wir? Nidoqueen, komm. Die Königin regelt das. Ja, mit Risikotackle und so einer Initiative habe ich eventuell nicht gerechnet. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben ja mehrere Pokémon, die hier Nägel mit Köpfen machen. Roms, einmal die Kernbohrung und Energiefokus. Das ist okay. Wenn er jetzt nicht wieder einen auf, ich bin Tauros und bin mega schnell macht, dann sollte das eigentlich kein Ding sein. Geht los. Roms, sehr schön. Und Razaf scheppern wir doch mit allem aus dem Leben, oder? Der hat auch gar nichts zu melden jetzt mit dem Restleben, das er hat. Razaf, na dann, Herr Dompteur. Zeigen Sie doch mal, was der wütende Schweinebärmann uns entgegenzusetzen hat. Ich würde sagen, wir machen einen Biss. Und tschüss, Rums. Einfach totgebissen, Junge. Einfach nom le snack. Und weg war er. Herrlich. Auweia. Ja, Bro, du hast aber meinen Turtok gekillt. Das war echt nicht nett.
Mein erstes Shiny war ein Kristall. Einfach so random ein Zubat, krass. Also ich hatte, glaube ich, noch nie random ein Shiny. Noch wirklich nie. Und ich spiele ja auch schon eine ganze Weile Pokémon, ne? Also klar, so die Standardviecher, rotes Gyarados, blaues Quiekel und so. Aber so ein richtig stinknormales Shiny, nie gehabt. Never, ever. Vielleicht ja hier das erste Mal. Wir werden sehen. Turtok lebt wieder. Ich freue mich sehr. Und wir haben noch Supertränke, oder? Ja, dann scheppern wir die erstmal rein. Hier so. Reicht das? Ah, komm, was kostet die Welt? So, rein da. Weil 69, die müssen voll sein, oder? Wie das Onix da wartet, bis es dran ist. Ja, voll nett, oder? Guckt mal. Happy Onix ist happy. Und dann sind wir es auch. Da ist noch so ein Dude. Guten Tag. Na, was geht? Na, was sagst du? Ist die Siegerstraße anstrengend? Geht so. Wenn ich Turtok nicht alleine an der Front gelassen hätte, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Der Johann. Jongleur Johann. Na, mal schauen. Pantimos, okay. Ich erinnere mich an mein erstes Shiny, als es vor 3 Wochen, als wäre es vor 3 Wochen gewesen. Ein Wampel. Ach schön. Ja, aber Shiny ist Shiny auch. So ein Wampel kann doch eine tolle Sache sein. Turtok, wir beide. Und Turtok, du musst immer 200% geben, ne? Das hast du eben gesehen, mein Lieber. Also nichts mit Schickimicki. Ich muss mal hier so einen halbherzigen Surfer starten. Wir brauchen Buh. Wir brauchen in die Fresse. Ja, geht so. Lichtschild, okay. Das ist schön lame. Von einem Typen mit diesen Schuhen habe ich nichts anderes erwartet. Da bin ich einfach oberflächlich. Und der nächste Surfer muss es eigentlich beenden. Mein erstes Random Shiny war in Hardgold. Ich hatte meinen ersten Pokéball, das erste wilde Pokémon, ein Shiny Hoothoot. Nein, wie toll, gleich am Anfang. Das ist ja richtig cool. Und Simsala. Ich würde ja super gern wissen. Ich würde, achso, nee, stimmt ja gar nicht. Biss war ja gegen Geister-Pokémon so stark. Ich weiß nicht, ob wir dann mit Biss auch so einen Gengar aus dem Leben beißen können. Das werden wir einfach testen müssen. Mein erstes Shiny war ein Bronzel in Diamond und Pearl. Also auch relativ spät, ne, jetzt rein generationstechnisch betrachtet. Giratina in Platin. Jo, gleich ein schönes Lego. Wunderbare Sache. Aber wenn man dann ausgerechnet auch noch keine Pokebälle hat, weil man sie fürs Wampel davor verbraucht hat. Oh mein Gott, ja, das sind dann wirklich Schmerzen, die eine ganze Weile anhalten, ne? Und dann kommt es einem jedes Mal so vor, als wäre es gestern gewesen. Dabei war es heute. Ja. Mein erstes Shiny war damals in Silbern Zubat und ich habe es getötet. Oh, dieser Schmerz ist auch tief, oder? Dann lieber noch 3 von diesen komischen Anrufen. Scheiße, ja, aber Simsala hat gerade auch Bock, ne? Von wegen, wir machen 2x Surfer und Feierabend. Nee, Defense, Junge. In XY, Raupi. Ach, das ist aber auch ein schöner Klassiker, oder? Gut gemacht, du hast bestanden. Ich weiß zwar nicht was, aber ja, seinen ganz persönlichen Test, ne? Warum auch nicht? Wir machen eben unseren Boy Turtok wieder fit. Der macht das hier nämlich, finde ich, sehr, sehr gut. Da kann man sich ruhig mal den Trank dazu verdienen hier. Dann können wir die Supertränke schön leer machen. Wir kaufen dann ja eh Hypertränke, Top-Genesung und so, ne? Da kann das ruhig raus hier, was keine Miete zahlt. Kraftkoloss. Aha. In Schild, dann ein Shiny Micro im Schlummerwald, mitten in der Nacht beim Zocken, oh ja. Und dann das ganze Haus schön wachgeschrien, ne? Ausgezeichnet. Noch ein Golbat, Onix, Georock. Lululu. Ich lauf mal weiter. Ein Macholo. Okay. Und ich bin gerade am überlegen, wo mussten wir denn jetzt noch lang? Wo war denn noch ein Stein, um die Wand jetzt runterzukriegen? Oder müssen wir erst nach oben, weil da ist ja eine Leiter? Vermutlich dann das, oder? Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, wo die Steine waren und nicht. Dann gehen wir hier erstmal hoch. Wir werden es schon hinbekommen. So groß ist die Höhle dann ja doch nicht. Macholo und Mashok, okay. Komische Steinsäulen, die total random aufeinander rumliegen. Den können wir runterschieben. Ah ja, und eine Trainerin. Dann nehmen wir die doch erstmal mit. Es ist die Bestimmung eines Trainers, stets auf der Suche nach starken Gegnern zu sein. Na dann, hau mal raus. Ich hatte die Edition auf dem Flohmarkt bekommen, mit Hülle und dem anderen Ding da drin für 5 Euro. Als ich zu Hause guckte, was das wert ist, wurde mir schwindelig, was das für ein Schnapper war. Ja, sowas geht auch nur auf Flohmärkten, ne?
Das ist so, da liegen die wahren Schätze. Anna, Ass-Trainer Anna, na dann. Mit Dragonier, oh, I see, let's go. Da habe ich mir das Giga Dynamax Turtok angeschaut. Wow, das ist schon nochmal eine Kategorie für sich, ne? Nichts mit kleiner Armkanone. Und der Icy, der kommt hinterher geschallert. Sehr, sehr schön. Shiny-Geschichten können schon echt lustig sein, ja. Lustig, aber auch schmerzhaft, ne? Heute noch Liga dann? Ich glaube, nein. Ich glaube, die normale Streamzeit, die wird von der Siegesstraße heute komplett abgedeckt. Und die Liga würde ich gerne in einem eigenen Stream machen. Weil da möchte ich auch nicht durchhetzen. Und ich möchte auch am Ende nicht so müde dann hier hängen und sagen, Turtok Allah. Das wäre, glaube ich, auch nicht schön. Nighty, hi. Mein Bruder hat Feuerrot angefangen und 2 von 3 Startern waren Shinies? Was? Ich habe vorhin auf YouTube so ein Video gesehen, wo einer eine Challenge gemacht hat. Und zwar Gold, nur mit Shinies. Und er musste irgendwie 7000 Mal neu starten oder so, um überhaupt einen Shiny-Starter zu bekommen. Richtig krank. Wie lucky es dann einfach ist, ne? Dass manche Leute das so mal eben nebenbei haben. Verrückt. So, ich gehe mal schlafen. Schließlich bin ich auf Arbeit. Wird schon schwer genug, wenn der Wecker klingelt. Aber Feierabend ist Feierabend. Macht's gut, passt auf euch auf. Don, mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Wir surfen eben noch über Nokshan rüber. Im Sinne der guten Nacht wird es einfach weggeflutet. Zack. So, sehr, sehr schön. Die Arme hängen lassen. Und da ist er down. Nice. Finos, Level 57. Sehr schön. Dann kommen wir an die 60 ran, wenn wir hier durch sind. Glaube ich zumindest. Und Knuddeluff hat auch wieder die Über-Defense, oder? Wollen wir mal ein bisschen hoffen, dass es eine Verbrennung erleidet? Mal schauen. Gute Nachtgeschichte, das Surfen. Ja, Nachteulenkanal war gestern. Jetzt gibt es nur noch Surfer. Jeden Tag einfach so ein Video hochladen, wie Turtok irgendwas wegsurft, ne? Und dazu dann schön einpennen. Wunderbar. Mein Bruder hat das Shiny-Luck gepachtet. Was der schon alles an Shinies gefangen hat? Ja, heftig. Also ich habe nur einmal, nachdem ich den Schiller-Pin in auch nur einer Edition hatte, ein bisschen gehuntet. Aber ansonsten ja immer mal was über Wundertauschen, einen Haufen Gehackte bekommen und so ein Kram. Aber sonst echt eher unlucky, ja. Mein ganzes Streamer-Loot-Luck, das geht in WoW rein. Ah, du bist wirklich stark. 4000. 800, 4500. Ach, schönes Preisgeld haben sie hier. Da ist eine Polizistin. Okay. Officer Rocky hat sich verlaufen. Na gut. Soll mal nicht unser Problem sein. Wir haben keine Drogen dabei, okay? Wir haben keine Drogen dabei. Was war denn das gerade für ein Sound? War das ein Rizeros? Wenn ja, wo? Nee, es war ein Kleinstein. Ach Mann, ich will jetzt Rizeros haben. Der ist bestimmt auch richtig asozial zu fangen. Oh, ich habe ein bisschen Angst davor. Und ich glaube, wir zimmern Turtok noch einen Trank rein. Der muss ja doch ganz gut einstecken, ne? Der ist zwar schon recht tanky, auch in der Megaform, aber er hat auch wirklich Bock, Schaden zu fressen, ne? Das müssen wir ihm schon lassen. Knuddeluffs Giga Dynamax-Form könnte auch eine Festung sein, ja? Gut, die meisten, ne? Die meisten davon könnten halbe Festungen und Hochhäuser sein. Ich meine, das eine Drachenvieh ist doch sogar ein Hochhaus, oder? Ich glaube, hier bringt es nichts, den da runterzuschieben. Das ist dann eher der Weg nach oben wieder, oder? Wenn ich jetzt keinen totalen Knick in der Optik hatte. Dann gucken wir hier mal noch lang. Noch ein Maschok, noch ein Trainer. Moin. Ich habe schon Gerüchte über ein Wunderkind gehört. Das bist doch nicht etwa du? Nö. Hast du Gerüchte über den Wunder-Afro gehört? Dann vielleicht schon. Mal sehen, der Nils mit 2 Pokémon. Nils Holgersson flog mit dem Sichlor davon. Habe früher auf Rubin immer Eier gebrütet und bin immer durch die Felder hin und her und hatte 3-mal Shiny Sengo, bin aber immer geflohen, weil ich es nicht besser wusste damals. Oh Mann. Ja, das sind genau diese Schmerzen, die wir meinten. Rizeros, eher Azuria-Höhle. Ah, damn. Ich habe mich hier schon drauf gefreut, aber vielleicht hat sich ja eins verlaufen. Mal random Kel und Silvi NHC machen. Will mein Köcher mal sehen, ja. Shiroon tryhardet mega rein momentan. Für den Silvi-Köcher. Und wir haben Sichlor eingefroren. Ey, wie es einfach in der Luft steht. Ist das cool. Es steht einfach in der Luft, Junge. Noch ein Icy. Nichts mit Volltreffer, mein Freund. Rums. Relaxus-Form ist geil. Da wird sein Bauch zu einem halben Planeten. Yo, true. Direkte eigene Umlaufbahn, ne? Zack.
Hast du jemals die Legende von Darth Atze, dem Weisen, gehört? Nee, aber ich habe auch dolle Angst vor dieser Legende, muss ich sagen. Nitere, sei. Dann kommt ein Knogger. Kommt ein Knogger in eine Bar und sagt, hoffentlich sehe ich nicht sofort einen Mega-Tortok, wenn ich meinen Pokéball verlasse. Sagt der Barkeeper, Surfer it is. Roms, einer meiner Lieblingswitze. Also maybe mit einer hohen Fangreihe, das könnte funktionieren. Ja gut, da sehe ich mich eher nicht, aber good to know. Wirklich beeindruckend, ja. Das war einer der besten Gags, die ich auf Lager habe. Sodele, ich werde ins Bettchen hüpfen. Gute Nacht, Chloa, mach es gut. Gute Nacht, ein Toppeleber. Ja, geil. Und da unten steht ein Trainercoach, oder was? Oha, dann wird's hier ja richtig gefährlich noch. Aua, aua. Das Einzige, was ihn ärgert, ist, dass ich in Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin Rayquaza mit dem ersten Pokéball gefangen habe. Oh boy. Oh, willst du dich etwa den Herausforderungen der Pokémon-Liga stellen? Dann muss ich dich verhaften. Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin? Ist das wieder diese Schauspieltante? Oh, die hat uns einfach geheilt. Okay, das war aber sehr, sehr weird, muss ich sagen. So wie das Mashok, das hier erstmal einen Marathon rennt. Lizard, danke Activision, okay. Nehmen wir mit. Aber wie kriege ich den denn am blödesten darüber? Oder soll der überhaupt darüber? Ja schon, oder? Da müssen. Sag mal, Mashok, kommst du klar? Hallo? Was ist denn los mit denen? Beruhigt euch bitte. Rennen die hier rum. Alter, wie die Kinder im Kindergarten, wenn es heißt, die Eltern kommen. Ja, Mutti, Mutti, Mutti. Ich hätte jetzt den Stein ein Stück nach oben. Geht das? So. Dann darüber. Big Brain Time. So. Dann jetzt runter. Könnte funktionieren, oder? Ja, wo soll der denn sonst auch hin? Wir werden Mashok jetzt einfach platt schieben damit. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und Mashok unterm Stein. Das sind die Lyrics, die wir brauchen. So, ey, das hat hingehauen. Junge, wegen sowas habe ich Abi gemacht. Sehr schön. Und die Wand ist unten. Gut, das hat auch schon mal hingehauen. Dann können wir uns jetzt verpissen oder da die Leiter noch runtergehen. Wir machen maybe erstmal das. Und haben dann hier eine Aktion von Alfonso. Oh no, immer noch. Fühlt die Spannung in der Luft. Ah, Bro, es ist alles cool. Wir haben super Tränke. Wir haben Beleber. Wir haben Tortok, der tankt. Das ist alles kein Ding, Mann. Das kriegen wir alles schon gut über... Oh... Oh, okay. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben einen Special Guest, Lavados. Du bist es. Ja, moin. Hallo. Oh, bonjour. Das ist ja wieder cool gemacht. Yo, Ice Cream, das Hühnchen. Nice, Lavados, was geht? Ich glaube, da benutze ich so eine goldene Beere, oder? Müssen wir das erst wieder normal bekämpfen? Ja, wie bei Relaxo, ja. Das Brathähnchen. Lavados hat eine der seltsamsten Shiny-Formen überhaupt. Da sieht das wirklich aus wie so ein Brathähnchen. Also sieht es auch so schon ein bisschen, aber die Shiny-Form ist so rot-pink. Ja, wirklich wie ein gerupftes Huhn und... Das ist echt sehr weird. Und oben haben wir eine Kampfzeit. Ey, jetzt ist wirklich M Plus oder was? Oh, boy. Das ist doch ein richtiger Schlüsselstein. Zack, Surfer rüber. Ja, na, das sollten wir schaffen in 5 Minuten, oder? Das sollten wir hinbekommen. So, Siedewasser drauf und dann kommt bestimmt die Fangphase, oder? Nehme ich mal an, wie bei Relaxo eben. Warum? Zurückgeschreckt. Oh no, Tortok. Oh, Bruder, dann fällst du doch jetzt um. Oh, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Dann gehen wir auf Atze. Komm, kein Bock, Tortok schon wieder sterben zu sehen. Warum muss ich an Mystery Dungeon und Zapdos denken? Ja, Tortok fällt zumindest, wenn ich nicht aufpasse, ähnlich schnell um wie unser Zapdos. Mal sehen, Atze, die Defense. Wow, aber böse, Lavados. Sehr, sehr böse. Hitzewelle weichen wir aus, Bro. Jetzt geht's los. Ja, zum Glück kann es nicht Ruheort. Ey, dann wäre hier was los.
Dachtest du auch von Taubos? Punkt für euch. Klarer Punkt für euch. Okay, Lavados. Winzig, es ist ein Mini-Lavados, wie schön. Welche Beere nehmen wir denn? Silberne, goldene, ruhig, oder? Lässt es sich viel leichter fangen, da sehe ich uns beide, Lavados. Guck mal. Na, jetzt mach da nicht so ein Mist. Ist die Beere jetzt weg? Jo, hat er die Beere jetzt verbrannt oder was war das für ein Move? Lavados, das ist das Gegenteil von sich beruhigen. Oder nimmt das gar keine Beeren an? Jetzt macht es wieder den Flieger da. Jetzt? Doch, das... Nein, es ist verbrannt. Es verbrennt die Beeren, wirklich? What? Toll. Und ich so, yo, wir nehmen die goldene. Und Lavados so, gar kein Bock, Bruder. Gar kein Bock auf deine Scheiße. Leck deine eigenen Beeren und meine salzigen Feuervogeleier. Das ist ja unangenehm, aber vielleicht will es ja keine Beere, weil es einfach so gönnt. Bin gespannt. Möge das Hyperball-Massaker beginnen. Rums. Der war gut. Der war sehr, sehr gut. Mal schauen. Lavados, gönnst du? Ach, komm. Mann, legendäre Pokémon. Ich erinnere mich an das Schwert-DLC. Da hatten wir ja auch alle starke Schmerzen, ne? Das war schlimm. Oh, damn. Lavados. Gönn jetzt. Komm schon. Blindwurf. Oh, sehr schön. Zum Ende der Attacke und großartig. Das muss eigentlich belohnt werden. Ach, komm. Hast du einen Premierball? Das ist eine sehr gute Idee. Wird die Legende fortbestehen? Oder werden wir genatzt von unserer eigenen Eitelkeit? Finden wir es raus? Oh, der war gut, glaube ich. Der war gut. Lavados. Oh, das wär's gewesen. Oh, damn, wär's das jetzt gewesen. Okay, aber Lavados denkt sich, nope, ich bin doch kein Golem. Ich will den Hyperball, denkt es sich. Der war aber auch geschleudert. Oh, oh, oh. Der hätte ja fast da hinten so eine Felslawine ausgelöst. Ja, ich sag mal so, bringen sie ihre Sitze in aufrechte Position. Es kann ein bisschen dauern. Jetzt flattert das so hin und her, oder wie? Lavados, du musst sie bitte beruhigen jetzt. Sonst krieg ich Puls, um Gottes Willen. Jetzt hätte ich getroffen, jetzt macht's einen random Angriff. Oh mein Gott, Lavados. Das Tierchen macht Sachen. 2 Stunden Fangstream ist so, aber ich glaube, es wird gönnen. Beinahe hätte es geklappt. Es verspottet mich. Aber das ist okay. Das haben schon andere gemacht und jetzt leiden sie. Ich meine, jetzt sind die in unserer Box drin und denen geht's da richtig gut, ne? Gar kein Problem. Aber dass es die Beeren verbrennt, das ist ja eine höchst interessante Mechanik. Damit habe ich nicht gerechnet. Dachte, genau dafür sind die Goldenen da. Wollte mir dafür aufheben. Ja, und dann denkt es sich, die Beere sieht eigentlich aus wie Teldrassil. Burn it, ja. Und Feierabend. Komm schon. Ach, ey, wie oft es aber wirklich oft genug wackelt, ne? Ist ja nicht mal so, als würde es immer am ersten direkt rausspringen. Nee, es gönnt sich das gesamte Paket, ne? Stinkevogel, sage ich. Stinkevogel, rein jetzt in den Ball. Gut, dass wir noch so ein paar Bälle auch geschenkt bekommen haben. Sonst wären wir hier easy schon unter den 100. Aber jetzt Lavados. Yo, der war geil. Der war richtig, richtig gut. Ja, dann nicht mal dreimal wackeln. Oh, der Birdie Boy, er macht mich traurig. Aber das ist okay. Ich habe da einen Meisterball genommen dafür. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber ich habe Bock auf die volle Legendary Fang-Erfahrung. Weil hatten wir ja lang nicht mehr. Ich erinnere an dieses komische Reh. An dieses erste legendäre DLC-Vieh. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. An diesen Reiter aus Schwert und Schild. Oh damn, da habe ich mir ja auch die eigenen Zehennägel ausgebissen. Das war wild. Da ist Lavados bisher auf jeden Fall ein Chicken Nugget gegen. Insofern, noch habe ich Energie. Noch ist mein Arm nicht taub. Noch geht das. Jetzt, Lavados. Ich weiß, du willst in diesem Ball. Ich weiß, du willst drin bleiben. Nein, gelogen. Koronospa. Ja, Koronospa hieß das, genau. Hatte so eine komische Knospe auf dem Kopf. Und sah aus wie so ein Dachsbärhirsch. Mhm. Das meine ich. Ganz genau mit dem Brokkolikopf. Ja, sehr, sehr gute Beschreibung. Gefällt mir sogar besser als meine, muss ich gestehen. Lavados, jetzt. Dein Moment. Ach. Lavados, wenn du jetzt drin bleibst, dann teile ich mit dir meine Chicken Nuggets. Also noch ein krasseres Angebot wirst du nicht bekommen. Noch mehr ist nicht drin.
sage ich, wie es ist. Ah, nicht mal damit. Bruder, damit habe ich bisher noch jeden bekommen. Aber Lavados denkt sich, nope, ich bin ganz besonders. Ich bin nämlich ganz besonders wütend und habe keinen Bock auf deinen stinkenden Hyperball. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gleich probieren wir es nochmal zu tricken mit einem Premierball. Aber ich glaube, dass es jetzt gleich sowieso drin bleibt. Ich habe die große Hoffnung. Ich finde die Vorstellung aber auch schon wieder geil. Wie hier langsam aber sicher so ein richtiger Berg von Hyperbällen entsteht. Wo dann die nächsten Wanderer drüber stolpern oder sich erstmal durchkämpfen müssen mit so einer Machete, weil überall kaputte Hyperbälle liegen. Das finde ich auch geil. Ach komm, immer dieser doppelte Move hier mit, du kannst mich nicht fangen. Klar kann ich das, beruhig dich, du bist kein Dark Souls Boss, Bruder, du bist ein Pokémon. Ah, es hat ihm nicht gefallen. Jetzt ist er noch wütender. Ja, und wieder doppelt. Junge, das doppelte Lottchen aber auf Wish bestellt. Jetzt mal drinbleiben und den Schnabel halten. So, komm schon. Ach, wie er die Hoffnung tötet. Unglaublich. Dann eben wieder Premierball. So, mein Freund. Wir beide Lavados. Voll daneben. Nice. Jetzt, sag mal. Ja, es trickt mich. Es hat Bock, mich aufs Übelste zu bambuseln. Aber jetzt hast du verspielt. Jetzt ist gut, Lavados. Ah. Freunde, wir haben alles probiert. Wir haben alles probiert. Lavados sagt, nope. So nicht, ihr Stinker. Aber vielleicht. Ah. Einfach einen Pokéball nehmen und es bleibt sofort drin. Der Klassiker, ja. Hatten wir, für die, die da nicht dabei waren und die auch nicht jeden 5-Stunden-Stream auf YouTube nachholen, Schande. Aber hatten wir bei den Golems im Pokémon Schwert DLC, wo ich auch gefühlt 7 Stunden gegen den einen in so einer Situation hing. Und dann war es Schmelke, glaube ich, ne? Schmelke, der sagte, komm, nimm Premierball jetzt. Und wir so, ja, ja, klar, Premierball, ne? Und dann war der einfach drin. Und es hat sich nicht mal angedeutet im Vorfeld, dass der jetzt mal drin sein müsste, weil wir wirklich 100 Bälle oder so verworfen haben. Es gab nicht ein Anzeichen und dann Premierball, fertig, ja. Ey! Manchmal sind es die Momente, da hat Chris komplett recht, ne? Manchmal ist weniger einfach mehr, ja. Nach jedem Mal, wenn ein Trainer versucht, ein Lavados zu fangen, muss erstmal die Nachtschicht hier durch all die Pokebälle vom Boden entsorgen. Ja, die warten schon vor der Höhle, wie wenn man aus dem Kino kommt und dann stehen da die Kollegen, die das sauber machen, ne? Mit so Plastebeuteln und Co. Sehr wild. We did it. Wir haben Lavados, Leute. Ich freue mich sehr. Und das hat ja echt verdammt wenig EP gegeben. Aber zumindest unser Boy Turtok hat sich das Level abgegönnt. Sehr nice. Lavados hat 2 Phasen. Wenn es von Feuer umgeben ist, wird die Beere verbrannt. Wenn die Flammen wechseln, kannst du Beeren schmeißen. No, das war wirklich eine Mechanik? Oh, damn. Das war ja dann echt unlucky. Mit meinem Timing. Ich hätte jetzt echt gesagt, daraus ableiten, dass Legendaries die einfach verwehren. Aber das war wirklich nur eine Phase von dem. Wow. Okay. Ja, good to know. Dankeschön für die Erklärung. Hat Lavados sowas wie Phasen? Einmal brennt wer und einmal nicht. Vielleicht kannst du sie dann werfen, wenn es nicht brennt. Floki hat's gesehen. Ich hab direkt zugemacht. Ich hätte nicht geglaubt, dass es wirklich Phasen hat. Holy shit, aber die ein oder anderen von euch haben's gesehen oder eben schon gewusst. Wäre mir dann vielleicht bei Arctos aufgefallen. Oder fucking nie. Oder ich jetzt einfach nie wieder probiert. Damn, sie haben ihm wirklich Phasen gegeben. Das war ein Gag von mir vorhin mit Dark Souls und so. Das ist ja krass. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit seinen lodernden Flügeln schlägt, erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. Nice. Lavados. Sehr, sehr cool. Boah, aber stellt euch vor, ich hätte das rausgefunden. Hätte 10 goldene Beeren reingeballert und es wäre trotzdem nicht drin geblieben. Junge, dann wäre was los gewesen. Vielleicht besser so, dass ich direkt geblockt habe. Und Alfonso kann gar nicht glauben, was passiert ist. Und schon wieder? Hä? Da fuck, er hat ein Geschenk für uns. Das ist ja lieb. Ist es eine Beere? Es ist eine Spiralfeder. Eine kleine dünne Feder, die bis zum Äußersten gedehnt wurde. Man kann nicht mehr erkennen, wofür sie ursprünglich verwendet wurde. Okay.
Will es uns sagen, dass es Tuul getötet hat und das ist die Feder von seinem Pogo-Stick? Könnte sein. Möglich. Du kleiner Mörder. Ja, Tuul starb, Leute. Für den Sieg. Für das Lembas-Brot. Sehr, sehr gut. So, Lavados, wir haben 100 Bälle für dich gebraucht. Der legendäre Vogel ist jetzt unser. Ab auf die Box der Schande mit dir, ehrlich. Du mieser Schuft. Du stinkender Birdie Boy. Aber wir haben ihn. Oh, damn. Interessant aber mit den Bären. Das werde ich mir merken und hoffentlich beim nächsten Legendary dieser Art dann diese Phasen auch erkennen. Das erinnert mich an die Mechanik von Pokémon Snap mit den, wie hießen die, Ramoth? Diese großen Feuermotten, die man dann auch erst aus dieser Feuerphase holen musste, ne? Und dann ging der Encounter quasi normal los. Und dann konnte man auch nur Fotos von denen machen, weil dann dieser feurige Schild logischerweise weg war, ne? Und ja, das mit dem Nachthimmel bringt ihm nichts in der Höhle. Das ist natürlich doof gelaufen. Ich hätte eben bestimmt nochmal mit der Polizistin reden können, oder? Dann hätte die uns nochmal voll gemacht, aber gut. Wie ich vorhin schon sagte, die Supertränke, die müssen raus. Die müssen raus. Hockt das nicht bei dir auf dem Kopf? Erstmal den Rucksack zerlegt oder so, ja. Während ich die Bälle geworfen habe, hat Evoli alles kaputt gemacht. Let's go. Was wird hier über meinen Stab geredet? Ja, der ist anscheinend ganz schön ausgeleiert, Rocktool, ne? Da muss mal wieder ein bisschen Spannung rauf. Warum leuchtet Evoli so? Hat es Lavados aufgegessen? Ja, es ist jetzt Super Saiyajin. Nee, das ist von unserer Stärke, würde man sagen. Von unserer Wucht, Hieb oder whatever, womit wir die Felsen bewegen können. Das ist quasi das Zeichen, dass das aktiv ist. Nur auserwählte Trainer dürfen hier vorbei. Na, das trifft sich gut. Hast du schon vom legendären Pokémon Lavados gehört? Frage für einen Freund. Der Diego mit 4 Pokémon. Und ein Elektroball. Ach komm. Was ist denn das für ein Start, Junge? Ich hab doch Turtok vorne. Turtok, wollen wir das trotzdem probieren, wir beide? Wir sind mutig, oder? Der ist nur Level 47. Komm, wir surfen den weg, Bro. Du machst den einfach kaputt. Raid lief ziemlich gut. Jetzt bin ich völlig fertig, aber glücklich. Hab endlich den Helm für den Unheilig-Bonus. Geil, dickes GZ. Oh, damn. Turtok, die Defense. Die Defense. Das hat gescheppert. Bitte nicht Paralyse. Ein Glück. Okay. Surfer. Komm schon, das scheppert auch, oder? Weg mit dem Ball. Ah. Ich glaube, wir überleben noch einen Donner. Ja. Wir überleben noch einen. Wenn es jetzt nochmal so rein donnert und natürlich trifft das auch, Mann. Wenn ich Donner benutze, trifft vielleicht jeder Fünfte. Turtok. Unangenehm, aber er hat's ausgehalten. Unser Boy Turtok, der tankt alles. Der tankt alles, nebenberuflich auf WoW-Raid-Bosse, kein Problem. Hält er einfach aus. Sehr gut. Was kommt noch? No way. Ein Tauboss? Ey, komm. Bruder, das ist nicht dein Ernst. Ich habe Angst. Ich habe dolle Angst. Ich gehe aber jetzt auch mal schlafen. Morgen endlich wieder Uni. Ey, bis vielleicht morgen Abend zum Ende des Cyberpunk-Streams. Bücherwurm, mach es gut. Gute Nacht, gute Nacht. Knisterladung. Hat er gerade Hyperstrahl einsetzen wollen? Was? Was ist denn mit den Tauben los? Das ist doch nicht sein Ernest, Mann. Fucking Hyperstrahl auf dem Tauboss. Der hat ja das ganze System einfach nicht verstanden. Da hat man Schnabel und Windstoß oder so als Attacken. Und dann ist das gut. Oh mein Gott. Wir zünden es noch an. Komm. Einfach für das Brathähnchen. Wenn wir schon Shiny Lavados nicht bekommen, dann machen wir es wenigstens so. Und zum Abschluss ein Witz. Was kauft Elektroball beim Bäcker? Rumkugeln, ja. Was möchten Sie gerne haben? Ja, ich möchte gern rumkugeln, aber nicht in meinem Laden. Ne? Wie soll das denn aussehen hier? So ein Ding. Toro, mach's gut. Hab jetzt Donnerflashbacks aus Rot und Blau, wo die Attacke nur alle 20 Kämpfe gefühlt getroffen hat. Ja, an sowas muss sie auch denken. Wenn die richtige Mondphase aktiv war und man den Gameboy im 90-Grad-Winkel gehalten hat, so sieht meine Erinnerung auch aus. Ganz genau. Sandwirbel, stimmt. Auch sehr, sehr wichtig. Die Surfer-Animation ist sehr cool. Bin immer noch der Meinung, dass Turtok auch irgendwas mit Ski vorne heißen müsste. Ja, Skifahrer zum Beispiel wäre auch so eine Idee. Und nehmen wir Turtok nochmal? Nee, ich glaube Finos. Ich habe Angst, dass das Rizeros jetzt meinen Turtok zerrümmelt. Da hätte ich dolle Angst in dem Moment.
Da Rumphinos mit dem Blättersturm gegen Rizeros. Und dann ist zumindest dieser Ast-Trainer Geschichte. Blättertanz, Blütensturm, Blättersturm und Sturmtanz. Alles auf Wiedersehen. Ach, Rizeros ist so cool. Ich mag Rizeros, ich bin Fan. Ich habe ein Shirt von dir. Nee, das stimmt gar nicht, aber vielleicht irgendwann. Eine Niederlage, ich fasse es nicht. Ja, hättest dir mal mehr Mühe gegeben, ne? Vorbereitung ist die beste Bereitung. Das hättest du gewusst, wenn du im Stream mal zugehört hättest. Aber so, nee. Und jetzt komm hier nicht mit keinem Empfang hier in der Höhle. Das kaufe ich dir nicht ab. Apropos Shiny, ohne jetzt die letzten Streams gesehen zu haben, stellt sich mir die Frage, sind wir denn in Besitz eines ebensolchen Shinies? Nee. Ich habe generell überhaupt kein Glück mit sowas, muss ich sagen. Die einzigen Shinies, die ich immer hatte, das waren so die Standardviecher. Da ist ein Rizeros. Ja moin, wieso bist du da oben? So ein rotes Garados, so ein blaues Quiekel, ja, und 1000 Gehackte über Wundertausch, aber ansonsten... Ach, sieht das insgesamt sehr, sehr kacke aus, muss ich sagen. Ich werde dir zeigen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als man selbst. Ja, oder ich zeig dir das, ne, da können wir ja flexibel sein. Kennt ihr das? Man wartet 3 Stunden, um in New World reinzukommen und dann kommt man rein und die Frau sagt, wir gehen jetzt ins Bett. Nein, kennt ihr nicht? Ich jetzt schon. Ja, Glückwunsch, Fragezeichen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und spielt für mich mit. Oh Mann, Wolverine, dann gute Nacht und so, ne? Danke fürs Reinschauen. Wir kämpfen derweil gegen Caroline mit Rosana. Oh, ich glaube, da ziehen wir insgesamt den kürzeren mit Turtok, oder? Also nicht sehr gönnend im Moment. Was sagt sie denn zu einer guten alten Kopfnuss? Lass mal gucken. Rums? Ja, okay. Todeskuss? What? Achso, Todeskuss lässt mich schlafen. Alles klar. Ja, aber Turtok, du wachst doch schnell wieder auf, oder? Ja, oder auch nicht. Toll, Turtok ist auch schon mal ins Bett gegangen. Und jetzt ballert sie Psychokinese. Unangenehm. Pyro, mach's gut. Gute Nacht. Und Turtok, da ist er wach. Na klar, bei so einem Treffer, da wacht man auf. Das ist richtig, Turtok. So brauche ich dich. Zack. Sehr, sehr gut. Schildi regelt. Ausgezeichnet. Paar EP für alle. Und Akani. Ja, jetzt unterhalten wir uns, Caroline. Sehr schön. Ach, Akani ist auch einfach hübsch. Aber ich freue mich über mein Rizeros gleich. Und für die Sicherheit gehen wir noch in die Mega-Entwicklung rein. Die Animation ist ja zum Glück auch eine recht schnelle. Ich glaube, in der Generation, was war es vorhin? Die 6. glaube ich, ne? Wo das anfing, da habe ich manchmal Mega-Entwicklungen und so nicht ausgelöst. Oder diese Z-Moves dann. Und was es da nicht gab, weil mir die Animation zu lang gedauert hat. Und dann dachte ich, komm, fuck it. Aber hier ist das ja so schnell. Boom, Junge. Und Abfahrt. Und ein Golbat hat sie noch. Ja, ein Golbat surfen wir auch weg, oder? Beziehungsweise Ice-Heap. Ice-Heap könnte doch auch eine geile Sache sein. Mal gucken. Turtok, jetzt. Schön in die Phrase. Butz. Ja, ach guck mal. Und eingefroren wieder. Nein. Wie es da in der Luft hängt. Und es wurde direkt aufgetaut. Hallo. Yo, warte mal einen Moment. Wie direkt aufgetaut? Golbat, du musst dich dringend benehmen, mein Freund. Was ist denn hier mit den Leuten, ganz ehrlich? Also Ass-Trainer. Das Ass steht für asozial, habe ich langsam den Eindruck. Aber wir kriegen EP. Das ist ein Grund zur Freude. Das ist bitter. Nee, du hast nicht zugehört. Ein Grund zur Freude wurde gesagt. Rizeros, warte auf mich, mein Freund. Warte auf mich. Ich komme zu dir. Das heißt, wir können jetzt von hier diesen Stein schieben. Was ist denn das für ein Mini-Zubat? Achso, das ist gerade gespawnt, okay. Und da ist es. Rizeros. Ja! Ach, ich freue mich. Bist du leicht zu fangen? Na, du kriegst gleich eine Beere, komm. Du wirst ja keine Phasen haben und die verbrennen, oder? So. Sehr schön. Und direkt rein, komm. Oh, da springt es. Aber im Sprung. Mal schauen. Na? Ach, schade. Das war natürlich ärgerlich, aber... Maybe gönnt er jetzt. Er ist aber ganz schön aktiv hier, ne? Habt ihr gesehen, wie er rumhüpft und angreift? Also, das ist ja ein ganz aktiver Bursche. Dem wird's gut gehen in meiner Box. Da braucht er täglichen Auslauf. Ach du Kacke, und den kriegt er auch. Das war jetzt wieder die ausgerenkte Schulter. Ne? Da habe ich nur in Teilen Schuld.
Wollte gerade sagen, random läuft eigentlich gut, bis drei Splitter auf einmal hochgegangen sind, weil jeder auf einen anderen gegangen ist. Hoppala, ja, und direkt die Leute weg. Das ist natürlich der Standard, ne? Random-Gruppe läuft oder man läuft weg. Das sind die beiden Optionen, die man hat. Oh, Rizeros, mach mich nicht schwach hier gerade, hör mal. Was ist denn los mit dir? Du kriegst noch eine Beere, einfach nur, weil ich dich so gern hab. Zack. So, und jetzt benimm dich. Ja, das ist nicht benehmen, mein Freund. Das haben wir eben doch geklärt. Das sah schon besser aus. Das sah schon deutlich besser aus. Und jetzt kann man mal so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und aus dem Pokéball wieder rauskommen. Okay. Ich sehe schon, wir müssen da noch ein bisschen zusammenarbeiten. Aber nach Lavados ist das ja jetzt eigentlich die leichteste Übung. Sag ich doch. Muss man nur dranbleiben. Die Animationen von den Megas waren immer schon ziemlich kurz. Die Z-Moves waren ewig lang. Dann habe ich das ein bisschen vermischt in meiner Erinnerung. Dann waren es wohl eher die Z-Moves. Auch good to know. Rizeros. Es hat gelernt, auf seinen Hinterbeinen zu laufen und komplex zu denken. Seine Haut gleicht einer Rüstung und widersteht sogar heißer Lava. Hey, wenn das keine coole Beschreibung ist, oder? Ah, Rizeros. Super. Okay. Dann bin ich doch recht zufrieden mit unserer Beute. Hier können wir den Stein reinschubsen. Oh, schön mit der Kolbenflöte. Dann fällt er runter. Und da kommen wir nicht rüber. Kann ich hinterher springen? Oh. Ja, Leute, das war's. Beine gebrochen. Scheiße, Junge. Scheiße, scheiße. Wo muss der jetzt hin? Da sind zwei Maschok. Das ist schön. Den hatten wir auch schon. Da muss er einfach rüber. Oh. Ey, ich schwöre, ich habe den nicht gesehen. Ist er gerade in mir gespawnt oder ist er uns hinterhergerannt? Oh Gott. Sehr aufdringlich. Aufdringlich des Todes. Maschok, bitte. Was ist denn mit denen? Ja, du bist auch winzig. Da verstehe ich das, dass du schnell mal in mich reinstolperst oder ich über dich. Aber darum kann man sich doch trotzdem ein bisschen zusammenreißen. Der ist hier hinterher. Der ist einfach hinter mir her. Der dachte, ich schulde ihm noch Geld. Aber nein. So war es nicht. Es kam alles ganz anders, als die Feuernation angriff. Rums. So. Wenigstens das ist geblieben, dass man schön so Stück für Stück das Ding schieben muss. So. Und nochmal. Jawohl. So. Noch ein. Evoli, komm. Zack. Sehr schön. Atze, du machst das. Oder kann ich gedrückt halten und dann schießt er weiter? Nee. Na, das wäre auch ganz schön kacke. Kann ich doch nicht einschätzen, wie weit jetzt oder nicht. Aber wir haben es gleich. Langsam. Ein Rihorn. Warte, ein Rihorn habe ich, oder? Bin mir nicht sicher. Wir haben gegen so viele gekämpft. Aber ich habe auch eins. Okay. Tschüss, Rihorn. Mach's gut. Vielleicht hat er seine Schritte noch nicht voll für heute. Das kann auch sein. Das ist ein seltenes Weight Watchers Maschok. So. Eine noch. Zack. Und dann kommen wir jetzt zu dem Fleckmon-Dude, oder? Jawollo. Dann geht's da nach oben bestimmt zu dem Coach, den wir eben gesehen haben, ne? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kleinstein, Dompteur. Eventuell nochmal ein paar Tränke für unser Turtok. Und dann sind die doch auch bald leer hier. Ja, gucke da. Schön die Supertränke verballert. So haben wir uns das doch vorgestellt. Ich stelle mir gerade so ein winziges, 30 cm großes Maschok vor. Das würde herrlich dämlich aussehen. Oh ja, absolut. Guten Tag, Mr. Fleckmon, Sir. Wenn du es an mir vorbeischaffst, gelangst du zu den Top 4. Na dann. Ich glaube, an Mr. Fleckmon Cosplayer komme ich dran vorbei. Drei Pokémon hat er. Der Klaus. Och Mensch. Der Klausi. Mit Schlorp. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, oder? Schlorp. Ey, und er ist schön am Wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, Schlorp, so brauchen wir dich. Und darum gibst du auch direkt mal ein gut gelauntes Siedewasser in deine Phrase, auf das er sich die Zunge verbrennt. Hallo, wer kennt nicht bei New Pokémon Snap, dass Machomai am Strand was Sportübungen macht? Oh ja, schön am Flexen. Da hatten wir auch ein paar schöne Bilder. Und Turtok zielt echt gern auf den Intimbereich. Warum kann es denn Blattgeißel? Das sah aber sehr böse aus. Dafür macht es nicht so krassen Schaden. Mit dieser Kombi kann ich leben. Kennt ihr das? In manchen Bereichen ist euer Gehirn wie Schweizer Käse und in anderen Bereichen kann es sich alles merken. Auch Sachen, die man sich nicht merken will. Oh ja. Das kenne ich sehr, sehr genau. Onix hat er noch. Na, das ist aber gerade genau der richtige Trainer für Turtok. Dann kommt jetzt als letztes noch irgendwie ein Raichu oder sowas. Oder Zapdos. Da sehe ich mich. Surfer. Onix, wenn du cool bist, dann legst du dich jetzt einfach hin. Sehr nett. Sehr, sehr nett.
Ja, kann ich zu gut. Erinnere mich nicht an Sachen, die ich gerade machen wollte, aber wenn man dann kurz vorm Einpennen ist, hat man Flashbacks von irgendwelchen peinlichen Sachen von vor 20 Jahren. Ja, fühle ich. Tortok. Er hat mich einfach outsmartet, Leute. Er hat mich mies outdribbelt. Er hat meine Taktik genommen, die zusammengefaltet und einfach in den Müll gedankt, als wäre er Michael Jordan. Was ist da denn los? Tortok. Na mal schauen. Ich glaube, Bisaflor hat da noch ein Wörtchen mitzureden mit dem Blättertanz. Und dann schauen wir doch mal, ob dein Tortok der Real Boy ist. Nein, ist er nicht. Dieses Tortok ist einfach mies gefaked. Und jetzt auch mies gestorben. Sehr nice. Der Klaus. Unglaublich. Ja, Klausi. Das war einfach gefaked, Bro. Das geht besser. Er hat zwar ein Tortok, aber es ist eben nicht so mega wie unser Tortok. Genau so sieht es aus. Rihorn, du hättest jetzt ruhig mal shiny sein können. So einfach, weil wir Bros sind, weißt du. Ich so als Bro, du als Brosine oder suchst ja aus, hier coolen Titel einfügen. Aber nein, es wollte nicht. Na gut. Wow, deine Pokémon sind ja absolut oberniedlich. Ich bin ein Trainer-Coach, deshalb müssen wir unbedingt kämpfen. Na, wie wär's? Na klar. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das wird ein richtiges Spektakel. Der ist halt locker wirklich krass. Der hat bestimmt jetzt 10-mal Tauboss. Der Elliot. 4 Pokémon und Trainer-Coach auf der Siegerstraße. Oh, direkt ein Razav, Bruder. Mach doch nicht diesen. War ekelhaft. Wollen wir auf Ice Heap gehen und hoffen, dass es einfriert? Das passiert eigentlich sehr selten, habe ich bei Ice Heap das Gefühl. Aber hier hatten wir ja ganz gut Glück damit. Mal sehen. Oh, shit. Oh, natürlich Wutanfall. Tortok, das ist nicht so lecker. Okay, vielleicht Siedewasser. Kriegen wir eine Verbrennung? Weil der hält ja aus, ne? Den kriegen wir eh nicht so leicht mit 2 Attacken weggescheppert, bilde ich mir ein. Auch das nicht. Oh, ausgewichen. Yo, Tortok, sehr, sehr gut. Dann jetzt maybe doch, wenn er keinen Trank benutzt. Okay, das lief besser als erwartet. Sehr schön. Akane, hi. Endlich sehe ich Let's Go mal mit Evoli, nachdem ich es mit Pikachu durchgesuchtet habe. Gucke da. Die Seite hat immer 2 Medaillen, sagt man ja so schön. Garados. Garados, Garados. Nehmen wir Nidoqueen mit Donnerblitz? Ja, schon, oder? Ja, wobei Boden. Aber Bisaflor. Ah, unser Garados? Einfach Garados gegen Garados? man weiß es nicht. Ja, komm, machen wir. Und dann schön Donnerblitz-Battle und so. Abfahrt. Bei den Set-Moves war vor allem das Problem, dass auch irgendwelche Random-Trainer die eingesetzt haben. Bei den Megas und auch jetzt bei Giga nur bestimmte Trainer. Ja, das ist natürlich dann auch gerade, was die Dauer eines Fights rein von den Animationen her betrifft, ne? Hier und da leicht nervig. Donnerblitz war nice. Und er setzt auch Wutanfall ein. Ich habe so eine Theorie, welche Attacke wir von ihm bekommen werden. Das bahnt sich hier gerade an wie das Erdbeben mit Giovanni, aber Donnerblitz, Garados, zack. Ja, es kann nur einen geben, wie im ersten Pokémon-Film. Ne? Die Klone haben hier keine Chance gegen uns. Ausgezeichnet. Und ein Akani, da gehen wir für Akani wieder auf Tortok ruhig, oder? Komm, Tortok macht das. Sandwirbel 100%, immer und immer wieder. Gleich 3-mal hintereinander in nur einer Runde. Ich sehe es auch schon kommen. Das ist seine Geheimwaffe. Seine Geheimwaffe wird ein Tauboss sein. Ich rieche es. Machen wir Mega Tortok? Ja, komm. Für Akani für die Sicherheit. Dass wir es auf jeden Fall wegsurfen. Geht los. Wie aus dem Ei gepellt. Ganz frisch. Der Turtle Boy. Los geht's. Tortok, gib alles. Und zimmer ihn einmal weg. Gratis Hawaii-Urlaub. Rums. Jawohl. Die ganze Höhle ist so heftig überflutet. Damn. Hier kannst du dem nächsten ein Hallenbad draus machen. Ein Tauros. Aber Tauros ist sehr nah dran an Tauboss. Also da lag ich nicht völlig daneben. Ne? Vor dem habe ich ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Aber Surfer hat uns immer gute Dienste geleistet. Fuchtler war auch krass. Oh damn. Fuchtler ging, glaube ich, auch über mehrere Runden. Hat dann am Ende aber auch für Verwirrung gesorgt, ne? Jetzt ist nur die Frage, halten wir noch einen aus? Ja, und dann Siedewasser rein. Komm, Tortok, wir machen das, wir beide. Oder? Bro, halt durch. Ja, sehr gut. Und da holt er sich das Level ab jetzt. Ey, Tortok hat die Siegesstraße super getankt, muss man einfach mal sagen.
Good Job vom einzig wahren Kröti. 57. Sehr schön. Mr. Trainer Coach, ich denke, wir haben uns gut geschlagen. Finos 58, auch nice. Und Risikotackle, ne. Da sehe ich ihn gar nicht. Nehmen wir nicht mit. Aber Elliot ist down. Das hatte ich nicht kommen sehen. Ja, es wäre noch schöner gewesen, hör mal. Haha, das hat total viel Spaß gemacht. Hier, für dich. Wutanfall. Here we go. Dankeschön. Das ist die Attacke Wutanfall. Wenn Frohnaturen wie ich wütend werden, erzittern Gegner vor Angst. Hehe. Naja. Hehe. Ist ja noch was. Wow. Junge. Ein winziges Rizeros. So klein, das kann man sich in so eine Hemdtasche stecken oben. Ja, Mann. Das ist voll traurig, aber ich hatte es schon. Georock, warum laufe ich gerade in alle rein? Stopp. Ich möchte euch nicht, Leute. Ich wollte nur gucken, ob noch ein Shiny da ist. Tut mir leid. Wenn ihr alle wirklich so klein wärt, dann würde ich euch natürlich gern mitnehmen, aber so wird das leider nichts. Nope, so kommen wir hier nicht zusammen. Gut, wir sind tatsächlich fein raus. Und wir hatten kein Shiny auf der Siegelstraße, Leute. Wir haben da jetzt ein Macholon besonders großes. Ich muss nochmal gucken, haben wir wirklich eins? Nicht, dass ich hier rausgehe und ich habe gar keins. Doch, habe ich, okay. Für die Sicherheit nochmal gecheckt. Du kannst hier weiterleben, Bro. Genieße den süßen Duft der Freiheit. Wow, Golbert. Dankeschön. Danke für nichts, Mann. Und maybe jetzt der nächste Spawn. Wer kommt noch vorbei? Wer wird es sein? Mashok lacht sich erstmal eins. Und diese schwarze Tafel hier verunsichert mich, aber es ist einfach ein Kleinstein. Es ist einfach ein stinknormales Kleinstein da drin. Müssen wir uns an dieser Stelle verpissen? Und die Mucke. Oh ja, wir sind da. Wir haben es geschafft. Das war die Siegesstraße. Hier kommt die Pokémon-Liga. Oh Junge. Schönes Häuschen. Oh, und diese Musik. Bitter süße Erinnerung. Atze, das ist was, oder? Das ist aber schon etwas. Und wir blicken gemeinsam hinauf. Sehr, sehr gute Einstellung. Wolle! Wir sind ready, Bro. Wir schaffen das. Ja, Mann. Sehr gut. Nice. Atze ist ready. Hatte in Let's Go bisher nur ein einziges Shiny, das komplett random kam. Und zwar ein Radfratz direkt auf Route 1 als erstes Pokémon, als ich das Game zum ersten Mal gestartet habe. Wow. Das ist dieses andere Zeichen, das man dann bekommt, ne? Gut, wir gehen rein. Und wir heilen uns und werden shoppen und müssen dann nochmal zu Fleckmon schauen, ne? Da haben hier anscheinend auch ein paar Dudes zum Talken. Hallöchen. Hör mal, hast du vielleicht einen Kokowai? Und willst du es gegen meins tauschen? Es ist mein ganzer Stolz, musst du wissen. Na, überzeugt dich das? Ja. Der hat jetzt, ach, tatsächlich, die Alola-Palme. Geil. Dann kriegen wir die doch zu Gesicht hier. Hier, ich überlasse dir mein Herz allerliebstes Kokowai. Ja, ich überlasse dir ja auch mein Herz allerliebstes Kokowai. Das ist doch klar. Die Alola-Form ist, wenn ich mich nicht irre, Typ Drache. Und ist halt so eine wirklich riesige Palme, die meistens nicht mal ins Bild passt. Und am geilsten ist dieser Kopf, der einfach am Arsch hängt da unten. Wer kam denn auf die Idee zu sagen, yo, wäre eine geile Idee, wenn die Alola-Form nicht ins Bild passt? Und einer der Köpfe hängt jetzt am fucking After. Was zum Fick? Aber gut. Mein Kokowai ist eine Wucht, nicht wahr? In der fernen Alola-Region können sie nach Herzenslust wachsen. Deshalb werden sie auch so riesig. Ja, Arschowai. Großartig. GZ. An diese Kopfposition. Hast du dich mit genügend Items eingedeckt? Sind auch wirklich all deine Pokémon fit? Das hier ist die letzte Hürde auf dem Weg zum Champ. Also solltest du dich so gut vorbereiten, wie du kannst. Jawollo, der Kopf unten ist mir nie aufgefallen. Ja, der versteckt sich halt. Weil ist der Kopf der Schande, aber meinem Blick konnte er nicht entkommen. Das schafft er nicht. Der Rest war alles Shiny Hunt, was aber auch eine ganze Weile dauert und vor allem sehr lustig ist, wenn das Pokémon dann flüchtet und 2 Stunden Jagd für einen Eimer war. Oh ja, glaube ich gern. Das ist bestimmt der eine Typ aus der Pokémon-Folge mit den gefühlt 1000 Kokowai, in der sich Glumanda
dann entwickelt hat, mit Sicherheit. Er steht jetzt hier als mieser Nerd mit einem Pokémon-iPad. Der miese Hund. Nach Herzenslust wachsen, ich nenne sowas Wuchern wie Unkraut. Ja, das trifft es auch am besten. Was haben wir denn zum Verticken? Die Riesenperle, die kann weg. Jawollo. Was ist mit der Feder? Kann die auch weg? Die kostet nur 10. Naja, die heben wir mal lieber auf, ne? Vielleicht ist sie irgendwie noch wichtig. Nugget kann weg. Herzschuppe. Damit könnte man so manchem eine Freude machen. Heben wir mal auch auf. Brauchte man, glaube ich, in manchen Editionen fürs Verlernen von Attacken oder sowas. Oder Spitznamen. Irgendwie hatten die eine spezielle Funktion. Und unser Geschirrspüler ist fertig. Auch schön. Das ist ja auch gutes Timing. Oh, Top-Genesung. Wie viele können wir? 116. Naja, gut, wir nehmen mal gut gelaunte 61 mit. Yo, Junge, erstmal für 183.000 shoppen gehen. Man kennt ihn. Hyperheiler, Beleber. Wie viel haben wir? 35, könnten 82. Nehmen wir nochmal welche mit hier für die Sicherheit. So, ich kenne mich doch. Okay. Hyperheiler, maybe. Haben wir noch 41. Okay, ich glaube 41 reichen. Zumal wir ja die Top-Genesung haben. Hypertrank, Top-Trank, maybe noch ein paar. 49. Für die Sicherheit. Komm, falls ich sage Top-Genesung, ist mir irgendwie zu teuer, dann nehmen wir zumindest einen Top-Trank. Und der Rest geht in die Hyperbälle. 192, gut, vielleicht nicht der komplette Rest, aber 50 kaufen wir da auch nochmal. So, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ihr habt da so ein Gefühl. Wenn Kokowai so groß ist, dass der Kopf einfach am unteren Bildschirmrand wieder rauskommt, ja. Das ist so groß, das rufst du in Pokémon und IRL kommst durchs Fenster, weißt du. So ein Ding ist das. Hast du noch Sonderbonbons, eventuell nutzen, um die Level etwas anzupassen? Ziemlich gute Idee, gerade wenn wir an Gyarados denken. Das könnten wir in der Tat machen. Apropos Schimmelpilz, der Fliegenpilz ist Pilz des Jahres 2022. Was ist die Begründung dazu? Ist es einfach random oder hatte der ein besonders gutes Jahr? Oder wird da abgestimmt? Wie funktioniert das denn bei den Pilzen? Habe ich ja mal so gar keinen Dunst, aber schön, ist ein schöner Pilz. 61 und ein paar Dosenbohnen. Gratis dazu, die Leute kennen mich hier, ne? Die haben immer eine unterm Tresen für schlechte Zeiten. Gut, lasst uns einen Blick auf die Sonderbonbons werfen. Die waren anscheinend nicht mit hier, sondern Stärkungstasche, oder? Nee, Kampftasche? Auch nicht? Achso, Bonbonglas vermutlich, oder? Scheiße, wo könnten die sein? Ja. Wenn man sein Inventar kennt, dann hat man es ein bisschen leichter. Gyarados, geht los. Schön. Hyperstrahl. Oh, damn. Haben wir irgendwas, was da brauchbar ersetzt werden könnte? Ah, ich bin mit dem Setup eigentlich sehr zufrieden bei Gyarados, muss ich sagen. Surfer wollten wir ja für eventuelle AOE-Geschichten behalten. Ja, nee, da sehe ich Hyperstrahl nicht so. War aber auch wirklich nie Freund von Hyperstrahl, muss ich sagen. Man gehört irgendwie zu so Gyarados und zu Dragoran und so, ne? Aber so ein richtiger Fan davon war ich nie. Gyarados 52, 53, schön bisschen Power-Level, ne? Habe ich einen Boost gekauft hier vor der Pokéliga. Vor allem Pilz des Jahres 2022, Wahlfälschung für den Pilz des nächsten Jahres, ist so. Was ist da denn los? Herzschuppen waren in vielen Generationen dafür, dass irgendein Typ dir im Gegenzug eine bestimmte Attacke beibringt. Ich glaube Erbattacken. Ah, ja. Ich erinnere mich an so ein random Häuschen irgendwo im Meer, wo dann so ein Dude drinne war, ne? Und Glurak kriegt auch noch eins. So, habe ich gar nicht gesehen, dass der so weit hinterherhängt. Ich dachte, der ist mit am weitesten oben, aber nein. Am Arsch die Räuber. Dann haut das doch jetzt ganz gut hin. Okay. Das hat sich, denke ich, soweit gelohnt. Was hat sie noch zu erzählen? Ab jetzt trittst du nacheinander gegen die Top 4 an. Sobald du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Surfer ist aber Spezialattacke, während Gyarados aber auf Attack an sich ausgelegt ist. Das stimmt, da haben wir beim letzten Mal ein bisschen was zu gelernt, ne? Aber ich mag den Flächenschaden. Ich war nicht mal dazu in der Lage, das allererste Mitglied der Top 4 zu besiegen. Das ist also das Niveau, auf dem in der Pokémon-Liga gekämpft wird. Ja, wenn du so kämpfst wie die Dödel in der Siegestraße, ne? Dann ist das wenig verwunderlich. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? In der Pokémon-Liga musst du nacheinander gegen die Top 4 antreten. Wenn du bei einem Kampf den Kürzeren ziehst, musst du wieder ganz von vorne beginnen. Das hier ist die allerletzte Etappe bei deinem Aufstieg zum Champ.
Also gib alles. Ja dann, da ist noch zum Heilen unsere Schwester Joy. Mich nennen alle Madame Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon durch Levelaufstieg erlernen können. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern. Gucke da. Im Tausch gegen eine Herzschuppe. Was ist dieses Timing? Helfe ich dem Gedächtnis eines Pokémons gern auf die Sprünge. Soll sich ein Pokémon im Tausch gegen eine Herzschuppe wieder erinnern? Nö, gerade nicht. Tschüss, seltsame Erinnerungstante. Na dann heilen wir nochmal. Dann gucken wir nochmal zu unserem Phlegmon. Und vielleicht erleben wir ja heute die Überraschung, auf die wir schon so lange warten. Wäre das nicht toll? Und dann können wir beim nächsten Mal die Top 4 herausfordern. Wobei eigentlich, ne, wie Maverick gerade sagt, die Top 4 plus 1 mit dem Champ noch dazu. Mit TSCH, der Champ aller. Man kennt ihn. Okay, dann, Atze, wir brauchen dich und deine Flugkünste. Ja moin, Herr Kapitän. Wir wollen einmal abheben. Strahlt über beide Ohren, der hat auch richtig Bock, ne? Der wird so mies rasieren in das Indigo-Plateau rein. Macht ihr euch keine Begriffe, Freunde. So, wir wollten... Nee, wait, hier oben war Marmoria. Ja, da wollten wir einmal rüber. Und wir rennen jetzt erstmal nach Süden, weil in diesem kleinen Feld, kurz hinter dem Wald, da wird jetzt unser Shiny auf uns warten, Leute. Ich weiß es. Geht los. Wo ist es? Radfratz, Knuffensa, Hornliu, Knuffensa. Ne. Wieso nicht? Wieso denn nicht? Die hätten doch jetzt mal gönnen können hier kurz vor Marmoria City, aber nein. Sie haben sich lieber dazu entschlossen, komplett arschig zu sein. Tja, dann ist es wohl so. Lol, alle Pokémon auf höchster Entwicklung und dann als letztes Arzen-Evoli. Ja, der passt richtig gut rein, ne? So zwischen riesige Pflanzen, Frösche, Schildkröten, Mutanten, Drachen und Co. Beste Leben. Könnte ich dich als Babysitter für meinen Phlegmon anheuern? Klar, geht los. Vorletztes Mal hat uns Phlegmon ja sogar bemerkt, ne? Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, Phlegmon? Phlegmon scheint nicht ganz zu wissen, was es von dir halten soll. Wieso nicht? Bro, wir chillen jetzt seit Wochen, seit Monaten gemeinsam. Und der weiß nicht, was er von mir halten soll? Phlegmon, ich bin enttäuscht. Mein Herz ist gebrochen. Das ist für dich eine Riesenperle. Junge, glaub langsam, die klaut die alle. Immer noch nichts geschehen. Aber vielleicht überlegt sich Phlegmon ja bis zum nächsten Mal, was er von uns hält. Und dann sagt er, ey, du bist irgendwie viel cooler als die Tante der Erinnerungen. Und deswegen komme ich jetzt bei dir mit, ne? Das wäre doch eigentlich auch ganz geil. Wir wuseln jetzt hier nochmal lang, bevor wir uns dann verabschieden und tränenreich umarmen. Weil, als ob ich die nicht besiegt habe damals, was? Was starrst du mich so an? Ja, ich dachte, ich habe dich mies geplättet. Weil hier hieß es ja, hier kann auch irgendwo ein Glumanda spawnen, ne? Vielleicht rennen wir in das rein und das ist dann shiny. Nur nochmal kurz hier die Strecke abwuseln, ne? Und ein Myrapla besiegen. Myrapla, ja. Myrapla, Junge. Der kleine blaue Punkt mit den süßen Beinchen, der kriegt einen Eishieb. Und dann ist er mit Level 6, glaube ich, oh ja, für die nächsten Jahrzehnte aus dem Leben geboxt worden. Evoli will sich ja nicht entwickeln. Gibt man einen Stein, springt es weg. Ja, das hat es auch in diversen Dialogen immer wieder deutlich gemacht, ne? Ich habe keine Lust mehr. Junge, ihr Pokémon einfach zu Brei gehauen. Und dann so, yo, ich habe keinen Bock mehr. Einfach heulend nach Hause rennen. Ey, den Balda habe ich auch nicht mitgenommen? Hugo Egon Balda? Wieso denn das nicht? Das ist doch locker das Über-Mega-Item. Ja, ein Trank. Haben oder nicht haben, sage ich da. Weil ich ist auch noch was. Hä? Habe ich hier geschlafen auf der Route oder was? Was ist denn das? Oder spawnt das alles? Nee, oder? Glaube nein. Gerade erst dazugekommen, dieser Teil ist im Grunde ein Remake von Rot-Blau-Gelb, oder? Ja, ganz genau, also mit einigen modernen Elementen, ja, wir haben so Mega-Entwicklung drin und so Typen wie Fee und Stahl und sowas, das ist schon mit drin. Aber ansonsten ist es die Kanto-Region, also die allererste und darum hast du das völlig richtig beobachtet. Deshalb geht sie immer ins Museum und klaut da die Perlen, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber hier ist nur ein Habitak. Und ein Radfratz, okay, das ist insgesamt weniger spektakulär. Es greift mich einfach an. Was ist da denn los? Ich muss weg. Hilfe!
Ich werde von riesigen Ratten angegriffen. Meine Angst ist real. Vielleicht kommt noch was Cooles. Jetzt ist alles weg. Oh, ein Rettern, okay. Ein Rettern schlängelt da rum. Das klang aber auch wie Durchfall, gerade als es gespawnt ist, oder? Da will ich nicht wissen, wie die den Sound aufgenommen haben, Junge. Also ganz ehrlich, nochmal Habitak. Naja, wir wuseln noch ein bisschen weiter. Ich glaube, hier vorne war das interessante Feld. Oh, dieser Floor hat was gefunden. Was hast du denn, mein Schöner? Hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Nanabeere, ja. Da haben wir auch gut welche verballert, ne? Nehmen wir die halt mit. Und hier ist noch ein Radfratz. Ey, die sind aber aggressiv heute, ne? Das ist crazy. Für Shiny Hunt musst du eine Fangserie aufbauen. Ja, das ist true, aber ich will ja einfach so in eins reinrennen. Ich will einfach das Glück haben, dass ich komplett random einfach so in eins reinrenne. Aber hier war dann schon die Höhle, ne? Das heißt, es müsste dann dieses Feld da unten sein. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir ziehen einfach mal noch ein Parfüm und hoffen dann, dass ein paar geile Tierchen angezogen werden. Mal sehen. Lockparfüm, Top-Lockparfüm, Super-Lockparfüm. Komm, Super muss ausreichen. Und jetzt kommt Shiny Ho-Oh hier raus. Geht los. Oh mein Gott, was? Instant? Was? Okay. Okay. Was war da drin? Irgendwie ein Glumanda-Sex-Pheromon oder was? Yo, da fuck. Okay. Von mir aus. Kann man machen. Das hat ziemlich gut funktioniert. Stellt euch vor, das wäre jetzt shiny gewesen. Ich hätte meine Fernbedienung durch den Fernseher gescheppert. Was zum Teufel, Mann? Was zum Teufel? Instant Glumanda. Ja, und Rettern. Ja, wir wuseln noch einen Moment. Ich glaube, das Lockparfüm hält immer so eine Minute oder sowas, ne? Vielleicht lacken wir ja doch noch mies rein. Wird's uns ja gönnen. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, das Glumanda eben, das war schon Highlight genug. Man muss sich ja dann auch mit dem zufrieden geben, was man hat. Ein winziges Rettern, ja. Ist auch kalt draußen, Rettern, ne? Da schrumpelt man dann so zusammen. Das kann ich verstehen. Und jetzt greifen die mich hier schon wieder an. Bekommt man Glumanda nicht bei der Wasserarena, bei der Nougat-Brücke, bei dem Typ oben links? Ja, genau, da habe ich meins auch her, dass ich schon im Team habe. Mittlerweile ist es ein Glurak und das hat man da bekommen. Völlig richtig, noch ein Glumanda. Ja, ich will noch mehr haben. Komm zu mir, mein Lieber. Ein winziges Glumanda. Ich muss es fangen. Ich muss sie alle besitzen und retten. Und dann ein Haus kaufen, wo die Glumandas friedlich leben können. Und bestimmt nicht das ganze Haus niederbrennen oder so. Meine Internetverbindung hat sich anscheinend auch erschrocken. Direkt mal Lex des Todes im Stream als Glumanda auftaucht. Oh, damn. Ja, hat keiner mit gerechnet, ne? Der Schock war groß. So, Leute, Fangserie 2, das nächste ist shiny. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Glumanda, oh Gott, hier kriechen viele Retter ans Rum, Junge. Die fressen mich gleich. Bitte nicht. Bitte nicht dem Schlangenkönig opfern. Die sieht man auch so schlecht hier, ne? Mein Gut, die sind lila und das Gras ist grün. Aber so wie die da so halb sneaky rumrettanen, also das ist nicht schön, muss ich mal anmerken. Radfratz. Komm, Leute, gönnt. Habitak. Oh, ey, es ist gerade die größte Challenge hier, den ganzen Tierchen auszuweichen. No joke. Da drüben hoppelt noch eins. Noch ein Radfratz. Parfüm läuft noch. Noch ein Radfratz, Mann. Gebt Glumanda jetzt. Komm schon. Aber war schon geil, wie es direkt aufgetaucht ist, Mann. Das war schon echt ziemlich funny. Damit kann ich leben. Aber vielleicht kommt ja noch der Dream. Noch ist es real. Oh, damn. Habitak. Bisaflor versperrt auch die halbe Fläche, das stimmt. Da sind bestimmt unter Bisaflor auch noch so 20 bis 30 Retterns, ne? Das ist natürlich wahr. Aber Glumanda würden wir trotzdem erkennen. Da bin ich mir sehr sicher. Boah, die Retterns, die werden aber auch schlauer, ne? Guck mal, wie die mich hier zubauen. Ja! Da greift es mich durch das Bisaflor an. Das hat auch im Stream zugehört. Hat sich gedacht, boah, Junge, jetzt setzt es richtig was, ne? Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch härter, aber anscheinend kommt er härter und BSC't uns mal eben weg hier bei der Glumanda-Spawn-Quote. Ist das alles möglich? Bisaflor ist am ehesten eine Art Frosch, ja. Ein Blumenfrosch. Habitak. Habitak, Habitak. Tja. Aber kein Shiny zu sehen. Das Parfüm läuft aber immer noch, ich bin verwirrt. Das Parfüm läuft ganz schön lange.
Man könnte meinen, wir drehen einen Film mit diesem gleichnamigen Titel dazu, aber jetzt Rettern weg. Zeit für eine kleine Echse. Na, ich bin gerade begeistert, wie lange das Parfüm hält. Ich habe das nur halb so lange in Erinnerung gehabt, aber gut. Von mir aus. Hä, aber wie lucky waren wir denn gerade mit den 30 Glumander hintereinander? Hier ist ja irgendwie nur Schlangenklassentreffen. Und ein paar Ratten sind dann auch noch mit dabei. Tja, ist halt ein ordentliches Feld hier, ne? Das ist wie wenn man irgendwo im Wald rumsteht. Oh, noch ein Glumander! Im Wald rumsteht und dreht so einen richtig ranzigen, moosbedeckten Felsen um. Und dann kommen da so 1000 Spinnen und Regenwürmer und sonst was für Käfer raus. So ist das hier auch. Kannst du erklären, was Shiny bedeutet? Von jedem Pokémon gibt es eine Form mit unterschiedlicher Farbe. Und das nennt man dann Shiny. Und die sind mit das Seltenste, was du in Pokémon so jagen kannst. Die haben eine ganz geringe Chance, quasi aufzutauchen. Und diese Chance kann sich erhöhen. Aber jetzt auch nicht so, dass du dann irgendwann 100% hast, diese andere Farbform zu finden. Die erhöht sich, wenn du mehrmals dasselbe Pokémon erfolgreich fängst. Wenn du eine sogenannte Fangserie aufbaust, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wenn du den Pokédex vervollständigt hast, also jedes verfügbare Pokémon gefangen hast, dann kannst du einen sogenannten Schiller-Pin bekommen vom Professor. Der erhöht dann auch nochmal die Chance, so ein Shiny-Pokémon zu finden. Und das ist für viele der wahre Content. Oder der wahre Endgame-Content, solche Shiny-Pokémon, also welche in einer anderen Farbe, zu finden und logischerweise auch zu fangen. Und da diese Chance so mega gering ist, ist es immer ein ziemlich kranker Moment, wenn man dann wirklich, und das kann natürlich passieren, total random irgendwo reinrennt und da ist dann so ein Shiny, ja. Das kann dann ein grünes Radfratz sein oder ein lilanes Dragonier oder so. Und das ist quasi die Kurzzusammenfassung. Ne? Ist jetzt nicht wirklich kompliziert, aber im Detail, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso verrückter ist man danach selber höchstwahrscheinlich mit ganz vielen Möglichkeiten, Theorien und sonstigen Fakten. Ne? Okay, wir sind aber für heute auf jeden Fall fertig. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache heute wieder gewesen und eine gleichermaßen sehr, sehr gute Runde. Denn wir stehen vor den Top 4 und das nächste Mal werden wir die Top plätten. Das zumindest ist das Ziel für den nächsten Stream und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall erreichen. Im Halloween Sale werde ich wohl zuschlagen, lohnt sich. Pokémon momentan sowieso wieder mega im Hype, ja. Die neuen Editionen und so, also es bockt einfach unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Leute, Dankeschön, dass ihr wieder zahlreich mit am Start wart. Vielen, vielen Dank, wer ganz neu dabei ist. Wir streamen hier jeden Tag ca. 16 Uhr. Und abends immer mal Pokémon, ja, meistens so sonntags, mittwochs, freitags, da treffen wir uns abends auch nochmal. Und wenn ihr Bock habt, dann freue ich mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ansonsten sind unterm Stream auch ganz, ganz viele Panels verlinkt. Vielleicht ist auch da was Interessantes für euch dabei. Auf YouTube habe ich auch gut gefüllte Playlists zu Pokémon, zu WoW, zu Resident Evil und was nicht alles. Checkt das gern mal aus. Ansonsten Dankeschön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen tollen und stressfreien Start in die neue Woche und dann hauen wir demnächst wieder gemeinsam auf die Kacke, wenn ihr denn wollt. Ich freue mich drauf. Macht es gut, haut rein und bis denn. Tschüss.